Freunde gepflegter Fußballunterhaltung, schön, dass ihr wieder dabei seid. Nächstes PES-Video, PES 2020 natürlich, auf meinem Kanal. Und wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe und gezählt habe, 45. Video, 45. Livestream, wer das jetzt auf YouTube sieht, voll gut dabei. Und auf Twitch kommen die Kollegen hoffentlich langsam rein. Zu unserem Dienstagstream, wer auf YouTube dabei ist, aber nicht minder cool. Ja, schön, dass ihr reingefunden habt. Lasst gerne ein Abo da, hier unten irgendwo auf meinem Gesicht hier. Bitte ein Abo da lassen. Wenn es gefällt, PES 2020, MyClub mit den Let's Playmakers 11. Wie immer auf meinem Kanal. Jawohl. So, und was haben wir heute vor? Natürlich der übliche Dienstagstream. Wir machen ein bisschen Scout-Roulette. Wir haben den Premium-Agenten am Start. Und wir haben Matchday-Scouts am Start. Und dann machen wir Scout-Roulette, gucken, wie viele Boxen wir ziehen können, jagen den ein oder anderen Superspieler, Erling Haaland und so weiter. Und am Ende des Tages spielen wir natürlich noch virtuellen Fußball. Heute letzte Chance für den Wundertrainer. Ihr seht es links auf der Kachel, P.Sosa. Leute ohne PES Universe Patch Version 2 oder noch neuer nennen ihn Americano. Der vielleicht letzte verbliebene 3 Mittelstürmer Trainer. Und das schon mal vorweg. Ich habe ihn mittlerweile so gepimpt, wie es mir viele von euch geraten haben. Ja, voll auf dreckig. Ja, vorne 3 Mittelstürmer zusammenziehen, unangenehme Doppelpässe am 16er. Dann irgendwie versuchen, die Mitte dicht zu bekommen, aber vor allen Dingen auf den Flügeln. Nicht allzu anfällig zu sein, dafür die schnellsten der schnellen Innenverteidiger hier verdonnert in die Dreierkette zu gehen. Guckt euch den Nacho mal an. Super Sechseck bei Geschwindigkeit. Die anderen beiden sind auch nicht viel langsamer. Sander Berge, super ZDM und so weiter und so fort. Wir kommen auf 3 Sterne. Mit der Truppe gehen wir heute durch den Stream. Letzte Chance also für Paulo Sosa. Hier oben eingeblendet der Ex-Borusse, der Ex-Turiner. Und ja, dann schauen wir am Ende des Tages mal, ist das jetzt wirklich unser Wundertrainer oder eben nicht? Ja? Zurückkehren zu Fernando Santos ist immer eine Option. Aber für den Moment gehen wir jetzt einfach mal in den administrativen Teil. Zuerst gehen wir in die Inbox, ziehen unsere Matchday-Scouts, ziehen den Premium-Agenten, der uns heute vielleicht zum 17., 18., 19. Mal in Folge 3 mal Silber bringt. Aber wollen wir nicht zu negativ sein, kann alles passieren. Später gucken wir uns die Agenten an, die wir noch ziehen können, wenn wir denn im Scout-Roulette Glück haben. Für die, die jetzt zum ersten Mal dabei sind, Scout-Roulette. Wir ziehen Road to Glory-mäßig jeden Scout einzeln, gucken, was rauskommt. Ziehen wir dreimal die gleiche Farbe, dann haben wir eine Box verdient. Und wir hier auf Twitch, wer es auf YouTube sieht, wie gesagt, nicht minder cool, aber kann leider nicht so ganz mitspielen. Also, Leute, auf Twitch wird dann wieder entschieden, was wir am Ende alles ziehen. Servus Nibisco, Servus Tobias, Servus Jalal. Servus Sascha und Servus Demichelis, die ersten Stammzuschauer, die sich hier melden. Ich glaube, ich habe die Twitch-App gerade erst angemacht. Davor war auch schon der ein oder andere von euch und hat Hallo gesagt. Habe ich leider nicht gesehen. Gerne nochmal in den Chat reinhauen und Hallo sagen. Aber auf jeden Fall schön, dass die ersten schon da sind. Und wie beim Scout-Roulette üblich, wir ziehen alle Doppelten und davon die höherwertigen. Das heißt, wir beginnen mit Free Agent. 3 Sterne. Sanji, Servus. Gully, Servus. Butcher Brown. Alles bekannte Namen, sauber, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht's ab. Wie immer, an einem Dienstagabend. Wenn ein Stream bei mir regelmäßig stattfindet, dann Dienstag 19:15. Auf geht's. Wir starten mit Bronze, mit einem unrasierten Israeli, Steven, Sebastian, Jaini. Kann hinten alles spielen, kann auch auf der 6 spielen. Ich glaube, er war nicht groß genug für die 6 und er hat auch keine Player-Skills. Das heißt, bei mir wird ja sofort hart aussortiert. Magisches Dreieck, Majorien, sauber. Schön, dass da wieder bekannte Namen reinkommen. Und ja, wie das auch so üblich ist im Scout-Roulette, wir machen die erste halbe Stunde des Streams hier schön Vollgas im Scouting. Und dann ist der administrative Teil so gut wie vorbei. Und dann kommt der virtuelle Fußballteil, alles auf Paulo Sosa heute und gucken, was denn passiert. Abo dalassen, egal ob auf Twitch oder auf YouTube, wenn es gefällt. Ich sag's immer wieder gerne. Später verlinke ich euch auch nochmal die YouTube-Playlist, wo jeder Stream hochgeladen wird. Wir fliegen nach England und sammeln leider nicht den zweiten bronzenen Ball. Von Barnsley gibt's einen Weißball-Torwart. Das ist toll. Das ist verschenkt. Kann sofort weg. Jawohl. Wie üblich seid ihr natürlich auch herzlich eingeladen. Wie läuft euer MyClub gerade? Habt ihr die eine oder andere Legende gezogen oder den Lieblingsspieler aus den Fan-Choice-Special-Agenten. Also lasst mich gerne wissen, wie euer MyClub gerade läuft. Auch das lese ich immer gerne.
Wir sind auf Weißballkurs in unserem Scout-Roulette. Nicht so geil. Servus Kati Fram, Servus PES Elite. Sehr bekannte, sehr stammzuschaurige Namen. Freut mich, dass ihr wieder reingefunden habt. Wir fliegen nach Portugal. Das ist keine Überraschung bei dem Scout. Wir ziehen Bronze. Das ist der letzte Scout, war der sehr enttäuschende. Mit, ich glaube, nur zwei Scout-Roulette-Glücksmomenten. Jetzt fangen wir schon wieder an. Bronze, Weiß, Bronze. Hilft uns gar nichts. Der Typ ist, glaube ich, ja, könnte auf der hängenden Elf spielen, die wir mit Fernando Santos auch nicht mehr haben. Mit Paulo Sousa auch nicht mehr haben. Der wäre höchstens interessant für Fernando Santos. Also auch okay, dass er weg ist. Oh, Okra wurde schon mal hier genutzt. Ein Sterne-Team. Ja, für mehr taugt der Kollege auch nicht. So, wir sind auf Bronzekurs. Ziehen jetzt drei Sterne. Assas. Jurup. So, Bronze, auf geht's. Ja, wir haben Matchball, Freunde. Wir haben Matchball. Auf die erste Box. Und es ist Claudio De Peña. Auf der 8, auf der 10. Das ist alles nicht unbrauchbar. Kann, ist, glaube ich, ein etwas schnellerer Typ, wenn man das Sechseck so sieht. Ja, der Uruguayer hat leider keine Player Skills, aber ist uns egal. Wir sind auf Matchballkurs. Bronze. Dreierpasch. Servus, Toninho. Schön, dass du auch wieder dabei bist. Oh, von 850 auf 650 Ratingpunkte runter. Ja, man möchte Skript schreien. Irgendwas passiert dann immer. Ja, ich hatte ja auch meine ganz düstere Phase vor zwei, drei Wochen. Von 930 auf 810 oder so runter. Ja, ich glaube, wir kennen das alle. Alle MyClub-Süchte, wie wir wissen, dass das manchmal passieren kann. Und es macht Ding, 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 Ding. Ja, wäre ich einer von diesen ganz professionellen YouTubern, würde jetzt hier so ein Layover kommen und dann wird ein Soundeffekt kommen. Ah, bin looking for free. Muss ich alles selber machen. Aber es ist eine Scout-Com. Es ist ein Dreierpasch. Wir haben die erste Box verdient. Und das mit dem schwächstmöglichen Bronzeball. Sauber. Ja. Der geht eher zum Friseur als zum freiwilligen Nachmittagstraining. Idris. Oh, warte, der war zu klein, ne? Oh, eins. Oh, 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 oh. Zerstörer 1,89. Ja, ein bisschen physisch mit einer 84 hier. Und dann hat er, Moment, Fightings in, schade. Nah dran, guter Typ. Aber es fehlt leider Interception. Ich bin ja mittlerweile so gut bestückt in meinem 400, 500 Mann-Kader. Da brauche ich da keine Kompromisse mehr machen. Aber er war nah dran. Kollege war nah dran. Und wir ziehen wunderschön zum dritten Mal Bronze, bedeutet, eine Box ist verdient. Ja, passiv. Wann kommt der Greenscreen? Was weiß ich nicht. Keine Ahnung. Mal gucken. Vielleicht richte ich mir irgendwann eine Zweitwohnung ein, nur zum Streamen und dann auf ganz hohem Niveau, Freunde. Mit Moderator, mit Regie, allem. Aber erstmal müssen wir die 1 Million Abos knacken. Fehlen noch ein paar hunderttausend, aber ihr seid alle Stammzuschauer. Ihr wisst, wie es zu unterstützen geht. Ihr seid dabei. Alles geil. Kommt alles mit der Zeit, nicht zu überstürzen. Bukowski, wunderschönen guten Abend. Memes TV ist auch wieder dabei. Wunderschön. Sehr schön. Wunderbar. So, und ihr kennt, ich sag die neue Regelentwicklung, die bisher noch nie gegriffen hat, sage ich euch jetzt noch nicht. Die sage ich euch erst beim fünften bronzenen Ball in Folge. Möglich ist das alles. Auf geht's. Und schon wieder vorbei. Also brauchen wir uns über die neue Regel gar nicht aufregen. Von Slavia Prag, Joao Philipp. Spielt leider auf keiner Position, die nennenswert ist. Kann sofort gehen. Aber egal, Weißball ist ja auch von der Stochastik her immer noch eine gute Chance, uns glücklich zu machen. So, wer macht uns glücklich? Die Schweiz. Oh. Zwei Sterne. Zwei Sterne auf Weißball. Ja, das hat Potenzial. Oh, Memes TV, sogar Grüße von der Arbeit. Ja dann, schön mit dem Smartphone, ganz edel, Matchball. Zweiter weißer Ball vom FC Zürich. Hatzikic. 66er Torwart. Ich gucke trotzdem mal zu klein. Brauchen wir gar nicht auf die Player Skills gucken. Zu klein. Und jetzt, komm, bitte, mach uns die Boxen voll. Liebes Scout Roulette. Auf geht's. Belgien, drei Sterne. Ich meine, wir ziehen teilweise mit vier Sterne Scouts. Weißbälle. Das ist immer noch die höchste Wahrscheinlichkeit. Auf geht's, Stochastik. Auf geht's! Scout Roulette, come on! Kommen wir jetzt nicht mit Silber!
Es ist das Schlimmste, was man in dem Moment ziehen kann. Oh, wir haben einen Sechser und Achter. Donsa. Jeremy. Box to Box auch immer sehr gerne gesehen. Leider keine Player Skills. Zerschießt uns die Combo. Den Dreierpasch. Und dann hilft's alles nix. Okay. So, wir sind auf Bronzekurs. Drei Sterne Schottland. Ja. René Higita. Ich glaube, nee, ich glaube, du meinst Jorge Campos, den Mexikaner. Der war nicht sehr groß. Zweiter bronzener Ball, wir haben wieder Matchball. Ganz viel Spannung hier direkt zum Streamstart. Steven Naismith. Der hat, glaube ich, auch mal in der Premier League gespielt. Ja, Originalgesicht. Jawohl. Stefan, schönen guten Abend. So, und Steven Naismith. Ich glaube, den hatte ich schon mal. Der kann vorne sehr viel spielen. Ja, ein bisschen orange. First time shot. Das zweite fehlt. Eigentlich ein cooler Typ. Eigentlich ein sehr geiler Typ. Aber es fehlt noch Heading, Acrobatic Finish. One-Touch-Pass, Through-Passing, irgendwas, wo wir richtig aufgeregt werden. So, leider zu weit weg. Am Ende zu weit weg. Der Scorpion Kick, genau diese Parade mit dem Hacken nach hinten schlagen, war René Higita, genau. Aber der war, glaube ich, keine 1,69 wie ein Jorge Campos. Kleiner Torwart Jorge Campos aus Mexiko. Scorpion Kick, René Higita aus Kolumbien. Jawohl. So, pass auf. Was hatten wir jetzt? Zweimal. Wir haben Matchball, ne? Zweimal Bronze. Auf geht's. Mach mich glücklich. Ist das die zweite Box? Nein. Weißball ist die Enttäuschung. Zoltán. Das ist wahrscheinlich einfach. Der Ungar Zoltán. Koxma. 1,88 Innenverteidiger. Potenzial ist da zum Abfeiern von Mütjela. Nein. Schade. Interception ist immer geil. Aber wenn dann noch irgendwas anderes dabei wäre, ne, ist Pflicht. Ihr wisst das. Irgendwann, auch da bin ich immer gerne auf eure Meinung gespannt. Habt ihr da Bock drauf auf ein Weißball-Only-Team? Klar ist das bei mir trotzdem 2 oder 3 Sterne, weil ich so viel gelevelt habe. Aber würde euch das mal interessieren? Weißball-Team Only. Gucken, was da für coole Typen bei rumkommen. Ich weiß es selber ehrlicherweise nicht. Hier die beiden Matchday-Scouts übrigens mal angesagt. Die ziehen wir gleich zum Abschluss des Scoutings, dann kommt der Premium-Agent und dann kommen die verdienten Boxen. Bisher leider nur eine. So, auf nach Afrika. Wir sind auf Weißballkurs und ziehen jetzt 4 Sterne. Ich habe fast das Gefühl, das verzockt uns gerade. Ja, Trackback als Player Skill ist mir auch ein bisschen suspekt. Vor allen Dingen, wenn man mit einem Paulo Sosa extra auf 3 Spieler vorne rumlungern geht. So, Adem Azil. Von Bayer 04 Leverkusen, die leider am Sonntag gewonnen haben gegen die glorreiche Fortuna. Oh. Ah, ja. Ist ein Sechser. Ja, ein bisschen mit Positionscoach ein Achter. Aber ist zu klein für die 6. One-Touch, das eigentlich. Ja, ist ein bisschen zu wenig. Aber schon nah dran, der Kollege. Wir sind jetzt auf Weißball. Wir sind auf Weißball. So, weiter nach Afrika. Auba, Pierre-Emerick Trackback, echt jetzt? Hätte ihn jetzt nicht als zurückarbeitenden Stürmer irgendwie in Erinnerung gehabt, den Gabuna, aber okay. Ach Gott. Und Bronze. Robin Gestede aus dem Benin, 1,93. Da werden die Antennen sofort ein bisschen nach ausgefahren. Target Man, 90 Physical. Jetzt nur die richtigen Players. Ja, einer fehlt. Schade. Aber ja, geiler Typ. Geiler physischer Typ. Servus Bukau. Wir sind auf Bronzekurs. Auf Bronzekurs. Ab nach Asien und Ozeanien. Ich glaube, da haben wir letztens aufgehört. Wegen der Zeit und haben deswegen nicht alles aufgebraucht. Auf Bronzekurs und jetzt kommen viele 3 Sterne. Alles möglich hier, Freunde. Alles möglich. Schön, dass ihr so zahlreich wieder da seid. Zweite Bronze, wir haben Matchball, Freunde, wir haben Matchball. Und es ist Kiyotake ist ein Nachname, egal. Katsuma Sugimoto. 1,87 groß, ja, für asiatische Verhältnisse ist das schon ein absoluter Keiler. Hat auch, glaube ich, ein Originalgesicht, hat leider nur Long irgendwas. Und weg. Egal, Matchball auf Bronze, Freunde, Matchball auf Bronze.
Und wieder 3 Sterne. Alles möglich. Alles möglich. Verdienen wir uns die zweite Box. Come on, Scout Roulette, gib ihm. Asiatische Champions League. Ja, sehr schön. Ja, Yantanabe Abe, Yantanuba, ja, wie auch immer. Auch schönes Originalgesicht von Winning Eleven, Cover und so weiter. Ja, das ist bitter. Also, wenn dir Bronze zerschossen wird bei einem 3-Sterne-Scout mit Weißball, schlimmer geht es nicht mehr. Oh Mann, ey. Erinnert ihr euch noch an den vorletzten Stream? Die Stammzuschauer ganz sicher, aber ne? Gerne auch in der YouTube-Playlist nachholen. Da haben wir, glaube ich, 7 Boxen im Scout-Roulette verdient. Müsst ihr euch mal vorstellen. 7 Dreierpasche. Und jetzt schon wieder. Statt Weißball, Bronzeball. Bashar Razan. Spielmacher aus Ägypten. Nee, aus dem Irak. Oh. Ja, Through-Passing fehlt. Schade. Hatte auch schon einige verheißungsvolle Spieler heute gehabt. Keinen zum Abfeiern, aber okay. Xavi Legend, schönen guten Abend. Noch hast du nichts. Einen Dreierpasch hast du verpasst. Wir haben uns eine Box verdient. Sonst hast du nichts verpasst. Wir sind auf Bronzekurs. Das geht natürlich immer auch mit Can You. Ah, guck mal. Kathi Fram ist entweder wieder auf Wikipedia unterwegs oder kennt den Kollegen tatsächlich. Can You Sugimoto. Ah, Bukau, schön, dass du wieder gesund bist. Und dann ist auch Bronze wieder versaut. Wir sind auf Weißballkurs. Es geht hin und her. Keine Konstanz in den Bällen. Weißballkurs. Und es gibt den letzten 2-Sterne-Scout aus Asien. Ja, Japaner. Generell auch ein sehr sympathisches Volk, wenn ich das mal so sagen darf. Es ist ein Hin- und Her-Gespringe. Nishikawa, ist der nicht sogar Nationaltorwart? Shinji, ja, viel zu klein. Viel zu klein, braucht man nicht. Und wir springen zwischen Bronze und Weiß. Nicht mal einen Silberball haben wir bisher gehabt. Also so richtig gut meint es das Spiel nicht mit uns. Wir drehen einfach mal die Scouts um und fangen von oben an oder von unten, wie auch immer. 1,85 und Co. Auf geht's. Wieder auf Bronzekurs, aber mit 3-Sterne-Scout. Hilft uns das jetzt vielleicht? Italien, 3 Sterne. Ey, wollt ihr mich verarschen? Rechter Verteidiger, Mogosch, der Rumäne. Und wir sind wieder auf Weißballkurs. Ja. Ziehen wieder 3 Sterne. Jetzt gibt's Bronze. Können wir fast schon wetten, dass es jetzt Bronze gibt? Ach ja. Portugal, ein großgewachsener Bronzespieler. Ja, super. Douglas Grolli, der Destroyer. Ja, schönes Lächeln, leider keine Player Skills. Ich benutze kein Programm zum Simulieren, wusste auch nicht, dass es eins gibt. Ich nutze das tatsächlich, oder ich hab die Konsole tatsächlich sehr oft an, wenn ich zu Hause bin, auch wenn ich selber nicht wirklich spielen kann oder die Zeit habe, bewusst zu spielen. Also so pro Tag kommen da schon 10, 15 Sim-Spiele zusammen. Seit Release, deswegen auch so viele GP, deswegen auch immer 99 Teamchemie bei mir gesetzt. Matchball, jetzt mal Matchball wieder. Oh, Dominik Kaiser, Ex-Hurenball. Aber so ein bisschen Baby Stevie G, leider kein Originalgesicht. Von Brøndby IF, Dominik Kaiser. Ich glaube, den fand ich gar nicht so scheiße. Ja, ist nicht verkehrt. Ja, beidfüßig. Oh, der Dominik. Guck mal, Through Passing, Weighted Pass, Fighting. Was ist das denn für ein geiler Typ, ey? Dominik Kaiser, ding, ding, ding. Wir haben einen Spieler verpflichtet. Geil. Und wir haben Matchball auf Bronze. Dominik Kaiser. Und jetzt kommt Aggression mit 3 Sterne. Okay, alles drin. Auf die zweite Box. Auf geht's. Bronze, Freunde. Und ihr müsst auch mal die Daumen drücken, Leute. Vielleicht seid ihr einfach nicht genug bei der Sache. Ich brauche Unterstützung. Bronze, come on! Das Spiel möchte uns verletzen. Ich glaube, das ist genau das. Weit weg aktuell von 900 Ratingpunkten. Ja, also kein so harter Absturz auf 650. Aber auch ich tue mich aktuell schwer, Winning Streaks zusammenzubekommen. Klar, wenn man Trainer testet, geht das
ein Herr, aber naja. Ja, Matchball auf Weiß. Immerhin, Matchball auf Weiß. Ein 60er Südkoreaner hält den Streak am Leben, das ist das Wichtige. Ja, Sascha, es ist eine Auf- und Abwärtsbewegung, glaube ich. Ne? Ich hatte meinen Weg hoch, wieder runter, verzweifelt, dann wieder hoch. Jetzt neuer Trainer. Also ich, so vom Gefühl her, hatte Trainerwechsel, wenn überhaupt, nur kurzfristig geholfen. Deswegen ja auch meine Rede. Paulo Sousa, drei Mittelstürmer, Cheater-Trainer. Entweder greift er jetzt heute oder wir kehren zum nächsten Stream zu Fernando Santos zurück. Und natürlich, Sergej Palicevic. Wer kennt ihn nicht? Den hochgeschossenen weißrussischen Innenverteidiger. Oh, ich habe nichts gesagt. Sehr geiler Typ. Wow, kann sogar von hinten das Spiel einfach mal aufbauen mit einem Weighted Pass. Aber oh, der ist richtig geil. Geiler Typ. Ist der langsam? Ja, da müssen wir ein bisschen nachleveln. Aber der ist erstmal geil. Sergej Palicevic zerschießt uns den Weißball. Dreierpasch, aber ist auf jeden Fall einer, den wir behalten wollen. Ist doch auch mal nicht verkehrt. Wir sind auf Bronzekurs. Ziehen drei Sterne, auf geht's. Und wir haben noch 9 Minuten. Uiuiui. Ist gar nicht mehr so viel Zeit hier für Scouting, Freunde. Und bisher nur eine Box verdient. Servus, Breaker. Servus, Demi. Schön, dass ihr wieder reinfindet. Matchball wieder. Es gibt einen Torwart, ne? Jawohl. Fernando Asman. 1,90. Kein Ausschlusskriterium für den Argentinier. Fernando Asman. Keine Player Skills. Ausschlusskriterium. Schade. Fernando Asman. Wir sind auf Bronze. Dreierpaschkurs. Und ziehen jetzt 4 Sterne Reflexe. Ist 4 Sterne zu viel des Guten? Es bleibt spannend. Nee, bei 1000 ist auf jeden Fall nicht Schluss. Ich habe schon mal gegen 1200 Ratingpunkte verloren. Aus einem 4-Sterne-Scout legt mir das Spiel einen Weißballtorwart hin. Das ist dreckig. Das ist richtig dreckig. Wieder keine Combo. Der ist groß, hat keine Player-Skills. Guillaume Hébert kann nach Hause gehen. Weißballkurs. Ich gebe jetzt mal, ich glaube, ich gebe ein bisschen Gas jetzt, ne? Kein großes Abfeiern. Wir sind auf Weißballkurs. Jetzt kommen 2 Sterne. Irgendwas wieder mit Torwart. Servus Sonic, schön, dass du auch mal wieder dabei bist. Weißball, wir sind dabei. Nächster Torwart. Matchball auf Weißball. Oder Dreierpasch-Matchball. Kann sofort wieder gehen. Weiter geht's. Komm, Weißball. Oh, und dann kommt hier 4 Sterne Clearing. Alles klar. Wie viel Pech kann man haben? Komm, Daumen drücken. Ja, mit 4 Sternen Weißball und diesmal freuen wir uns. Sehr, sehr schön. Da freuen wir uns. Zweite Box. Let's go. 60, wenn schon ein schlechter weißer Ball, dann richtig. 60er Torwart. Brauchen wir nicht. Kleber Alves. Ich glaube, den hatte ich sogar schon mal. Weg damit. Dreimal Weißball. Eine Box verdient. 2 Boxen haben wir schon, Freunde. Gleich dürft ihr wieder entscheiden. Die Stammzuschauer kennen's. E-Football Open spiele ich nicht mit. Nee, habe ich mich ehrlicherweise nie mit beschäftigt. Bin ich gut genug? Ist mir zu hektisch mit den ganzen Superteams. Das versaut mir nur die Laune. Und es gibt... Oh, der erste Silberball fällt. Das ist ein Originalgesicht. Pacheco. Zu klein. 1,86 zu klein. Brauche ich gar nicht weiter gucken. Selbst wenn er die beiden Player Skills hat, habe ich genug von im Silberbereich. Schade. Schade, Pacheco. Das ist schade. Jawoll. Ah, Bukau. Bukau, du kennst meine Scout-Roulette-Regel noch nicht. Genau, wir ziehen, also nicht weiß, sondern dreimal die gleiche Farbe ist eine Box verdient. Eine 100-Coin- oder 25-GP-Box. So ist das Scout-Roulette mittlerweile aufgepimpt. So, wir sind jetzt auf Silberkurs. Das wird jetzt schwierig, noch 2 weitere Silberne zu ziehen. Aber ist alles schon mal da gewesen. Nein, lieber Sonic, immer noch keine 3 gleichen Spieler. Oh, wir haben Matchball auf Silber. Was ist denn hier los? Originalgesicht. Den kenne ich sogar. 1,81.
Wollen wir auch wieder nicht weiter gucken. Kilian Vermeer. Vermeer, wer weiß es, was war der Typ früher? Richtig, Maler. Ja, und es gibt auch ein Videospiel, was so heißt. Das war eine Kunstsammler-Simulation. Richtig geil damals. Vermeer, richtig geiles Spiel. Ob das ein guter Maler war, weiß ich nicht. Vielleicht. Und dann. Ne. Nein, wir können keinen zweiten Silbernen ziehen. Keinen dritten. Wobei, so, nur, okay, pass auf. Nur so ein bisschen. Damit es ein bisschen spannend ist, ziehen wir den 3-Sterne-Jump vor. Nur, dass wir die realistische Chance haben. Komm, sind wir mal nicht so. Nicht so päpstlicher als der Papst. Wir ziehen jetzt einen 3-Sterne-Scout. Nur, um ein bisschen Chance zu haben. Auf den silbernen Dreierpasch. Und in Spanien sind doch viele silberne Springer. Aber das Spiel regelt. Ibrahima Baldé. Oh, großgewachsener Keilstürmer. Wir sind auf Bronzekurs. Wir haben noch 5 Minuten. Da geht noch was. Oh, der ist nicht verkehrt. Acrobatic Finish, First Time Shot. Finishing für einen 72er, jetzt schon 75. Und die Beidfüßigkeit. Ja, das ist gut. Das ist ein guter Typ. Cooler Typ. Cooler Typ. Bronzekurs. So, jetzt können wir auch wieder hier aufs Catching zurück. Das ist dann okay so. 2 Boxen verdient. Also schon mal nicht ganz so schlecht wie beim letzten Stream. Noch 4 Minuten. Ach so, und die Frage, was ist bei der Fortuna los, beantworte ich im heutigen Stream nicht. Es ist leider nicht viel los, das wisst ihr selber. Letzter Platz, tut weh und so weiter. Saison ist noch lang, la la la. Vielleicht ja nächsten Samstag gegen Frankfurt, als ob. So, Weißballkurs. Weißballkurs. Wie geht's weiter mit 3-Sterne-Jump? Weißballkurs. Auf geht's. Sehr schön. Oh. Oh, was ist das für ein Land? Weißballkurs und das ist Thailand. Ui. Thisut. Thisut aus Thailand hält den Weißballstreak am Leben. Matchball auf Weißball. Auf die dritte Box. Kratzen wir uns noch was zusammen. Acceleration. Ach du Scheiße, tatsächlich. Antrittsstärke 4 Sterne. Ja, super. Jetzt gibt's Bronze, Freunde. Ihr wisst, wie es läuft. Ich brauche Weiß. Gold wäre möglich. Es wird Bronze. Machen wir uns nichts vor. Und das ist Dänemark. Ja, ist das war. Naja. Andreas Jakobsen. Kann vorne einiges spielen. Bisschen beidfüßig. First-Time-Shot, Through-Passing, Outside-Curler darf bleiben. Ist jetzt nicht der Spieler des Jahres. Freuen wir uns auch nicht so unfassbar drauf, den mal spielen zu können. Aber da war genug da, als Argument zu bleiben. Bronzekurs. Mann, ey! Also ich glaube, ich bin echt verwöhnt von diesem vorletzten Stream mit 7 Boxen. Das war eine Party. Das war eine Agenten- und Boxparty. Das ist jetzt Krampf. Zweiter Bronze. Na, wir sind auf Matchballkurs Bronze. Oh. El Hayam. Oliver. Olivier? Wahrscheinlich nicht. El Hayam. Servus, Kevin. Schön, dass du wieder reinfindest. Der kann weg. Dreierpasch, Matchball auf Bronze. Ja, und es kommt Physical Contact. 3 Sterne. Komm, auf geht's. Komm, hol mir noch eine dritte Box. Komm, fürs Gefühl. Komm, fürs Gefühl. Bronze, Baby. Come on. Komm mir jetzt nicht mit einem silbernen Spieler ohne Player Skills. Come on, Frankreich. Nein. Natürlich mache ich. Oh, den 60er. Ach, komm, ey. Oh, wir sind in der letzten Minute, Freunde. Letzte Minute Scout Roulette. Auch da müsste ich als YouTuber mit Anspruch oder Streamer mit Anspruch müsste ich eigentlich auch immer so eine Glocke haben oder so einen Countdown, der irgendwo eingeblendet wird, von wegen noch 1 Minute Scout-Roulette oder so, aber habe ich alles nicht. Weißball! Wir sind auf Matchball, Freunde. Das ist der Nachteil, wenn man direkt von der PS4 streamt. Keine spannenden Layover und so, einfach nur meine Hackfresse hier, ein bisschen zocken. Carrero ist zu schwach, aber wir haben Matchball auf Weiß. Matchball auf Weiß. Matchball auf Weiß. Komm, den machen wir noch. Matchball auf Weiß mit 4-Sterne-Geschwindigkeit. Ja, als ob. Als ob. Matchball auf Weiß. Come on. Aus Brasilien. Da können doch nur Weißbälle kommen. Und es kommt Silber. Was jetzt auch nicht verkehrt ist.
Nicola Lopez, der Uruguayer. 1,75 groß, kann vorne einiges spielen, ist nicht langsam, beidfüßig und hat dann leider Player Skills nicht so geil. So, wir sind leider drüber. Wir sind also quasi jetzt vorbei. Das heißt, wir ziehen jetzt so lange, bis kein Silber mehr kommt. Und dafür suche ich jetzt Doppelte, wo das noch geht, damit es wenigstens ein bisschen spannend bleibt. Place Kicking, 3 Sterne, ginge. Silber oder nix? Klare Ansage. Dreimal Harry Kane im Englands Fans Choice Dingen, traurig. Da kenne ich den Schmerz. Kann man die echt doppelt ziehen? Ich hätte jetzt gedacht, die sind dann raus aus der Box. Und der Weißball beendet unser Scout-Roulette. Pedro Accorsi kann nach Hause gehen. Schade. So, das war's für Scout-Roulette. Aber jetzt kommen noch die beiden Matchday-Scouts. Tottenham und Manchester City. Und wenn die beiden auch noch mal zweimal weiß sind, und das kann ja immer so schön passieren, dann haben wir trotzdem noch mal eine Box. Ne? Also, zweimal Weißball jetzt aus dem Vier-Sterne-Scout. Auf geht's, Tottenham. Nabelstolzer. So, zweimal Weißball, gleich dritte Box. Aber wir kriegen bestimmt einen bronzenen dritten Torwart. Oh, Silberball. Oh, Silberball von Tottenham. Na, wer bist du? Davis. Sagt mir nichts. Mittelfeld, ne? Kann sein? Verbrecher? Och. Man kann auch auf der... Ja. 1,82 Innenverteidiger. Scheiße, hätte ich den eben vorher gezogen. Naja, egal. Brian. Brian Davis. Bestimmt Nationalspieler. Oh, der hat die Minimalvoraussetzung für Linksverteidiger. Darf bleiben, falls ich irgendwann wieder mit Außenverteidigern spielen sollte. Selbst mit Fernando Santos nutze ich das ja nicht. Da mache ich ja lieber 4 Innenverteidiger auf eine Linie, um dann erweiterte Einstellungen zu sparen. Also es gibt keine Kombo mehr. Wir ziehen noch Man City. Ja, Maurer wäre witzig gewesen. Ben Davis. Ah, wer kennt ihn nicht? Ben Davis, klar. Und nochmal Bronzeball. Ja. Schöner dritter Torwart. Den habe ich, glaube ich, auch schon mal gehabt. Ja. Mensch, doch, hatte ich auf jeden Fall schon mal, weil ich bei Man City ja Ederson habe. Ich habe, wie heißt er? Oscar Bravo, Bravo, Carlos, wie heißt der denn? Carlos Bravo? Oma, ich weiß es nicht. Habe ich zweimal, da warte ich auf die dritte Version zum Eintauschen. Und ihn hatte ich auch schon mal. Scott Carson hat leider keine Player Skills und damit Arschlecken. Schade. Kein super, Scouting-Roulette-Runde, ehrlicherweise, aber letztes Mal war es schlimmer. Also, wenn man sich beschweren, 2 Boxen verdient. Das heißt, wir gehen jetzt hier in diesen edlen Bereich und ziehen als Special Agent. Noch nichts hiervon, sondern wir ziehen hier unseren Premium-Agenten und dann ziehen wir noch 2 Boxen oder Agenten oder wie auch immer, das entscheidet ihr dann. Aber der hier kommt als erstes. Macht ihr uns wieder unglücklich? Claudio Bravo, natürlich, C-Punkt. Achtung, dreimal Silber, achtet drauf. Zum 20. Mal in Folge. Ja, Argentinien, weißt du doch schon Bescheid. Da weißt du doch schon Bescheid. Ja. Ramirez, wer kennt ihn nicht? Ja, komm. 79 wenigstens. Spielt auf der 8 und sonst eher Außenspieler. Das Sechseck, Entschuldigung, das Sechseck oben war ein guter Ausschlag bei Fußballspielen. Auch nicht langsam, ja, ein bisschen orange. Keine Beidfüßigkeit. First-Time-Shot. Ne, ist zu wenig. Kann weg. Guilherme. Typischer russischer Name, Guilherme. Wahrscheinlich genauso wie Mario Fernandez, auch Nationalspieler und eingebürgert. Groß genug. Low Punt, Long Throw. Oh, edler Silbertor. Der hat alles. Absolutes Freilos wegen der Kapitänsbinde. Super geil. Ey, ganz ehrlich, der ist geil. Ja, Guilherme. Der typische russische Guilherme. Sergei Guilherme. Ach, und dann bin ich leider zu früh rüber auf Leonardo Sepe. Ich will mir gar nicht angucken, was der kann. Keine Player Skills. Ein Problem. Kann gehen. Also, geiler Premium-Agent wieder. Ganz, ganz edler Typ. Wir freuen uns immer wieder, dass wir 80 Euro bezahlt haben. Zu Day One in der Online Special Monster Edition. Naja, okay. So, und jetzt seid ihr gefragt. Jetzt seid ihr gefragt. Servus Hajduk Split. Ein mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit kroatischer Kollege. Schön, dass du reingefunden hast von YouTube auf Twitch. Lese ich auch immer sehr gerne. So, jetzt kommen noch zweimal Boxen mit eurer Empfehlung. Ich mache das hier nochmal auf, ja, damit jeder auch weiß, worum es geht. Also, wir können diese Box öffnen für 25.000 GP. Was ist an dieser Box besonders?
Normalerweise steht da oben 94 Lionel Messi oder sowas. Der beste Spieler ist ein 90er. Aber ihr wisst selber, ich spiele maximal 4 Sterne, also scheißegal, dass da oben keine Überspieler sind. Was aber interessant ist, wie viele Spieler sind denn in der Verlosung, die ich doppelt habe, um sie dann später einzutauschen? Und da können wir hier schon sehr lange scrollen, bis das passiert. Nämlich immer noch nicht. Torreira doppelt will ich nicht eintauschen. Eigentlich ein sehr guter 6er, 8er. Oh, geile Frisur. Ryan Babel wieder. Cool unterwegs. Gute Besserung. Schrodan. Es dauert sehr lange, wie gesagt. Ich habe mir den gestern. Den haben wir doppelt. Will ich nicht eintauschen. Guter Typ. Ich glaube, wir haben echt nur eine Chance auf den Triple. Und der kommt noch. Ayose Perez, doppelt, geiler Typ, will ich nicht eintauschen. Oder habe ich gar keinen mehr gefunden? Das wäre natürlich ganz bitter. Dann diese Box bitte nicht wählen, Freunde. Dann hilft sie mir überhaupt nicht. Hey, hallo, echt nicht? Ich hätte schwören können, ich habe in Erinnerung, einen haben wir. Mindestens einen. Nee? Ah, Faulkür. Ole Gunnar Volkscher oder so. Den haben wir doppelt. Der wäre Stevens, da ist der zweite. Die wären einzutauschen. Unsicher. Vielleicht. Unsicher. Und das war's. Also wir hätten zweimal mindestens die Chance auf Erling Braut Haaland zum dreimal Silber eintauschen. Ansonsten, ob ich wirklich Spieler aus Gold und Schwarzball brauche, wisst ihr selber. Das finden wir dann raus. Das ist unsere Box. Die könnt ihr wählen. Oder ihr wählt hier ganz pervers, MyClub Coins rausballern. 1600 habe ich noch zusammengespielt. Wie immer kein Echtgeld bei mir, ihr wisst das. Schönen guten Abend, Just Matt. Kommst gerade richtig zur Entscheidung. Wählen wir Asien, wählen wir die Engländer oder wählen wir hier Team of the Week? Club Selection Gedönse. Team of the Week gibt es ja immer nur Donnerstag. So. Und was ihr immer bedenken müsst, ich sage es immer wieder gerne, die meisten Stammzuschauer wissen, was ich jetzt sage. Wenn da so ein Spieler bei ist, oh, Eriksen hat sein Abschiedsgeschenk als Tottenham-Spieler hier, ab sofort bei Inter Mailand. So 92 geht gerade noch. Den kriegt man einigermaßen verknuspert in 4 Sterne, aber der kriegt dann 3 Level-Ups, ist 93, 94 zu stark. Also würden mir wahrscheinlich hier die 9, bis zu den 90ern würde mir nichts helfen. Muss man oder solltet ihr bitte immer bedenken, wenn ihr hier so sagt, ey, nimm Tottenham, dann kommt ein Spieler raus, den feiern wir und den nutze ich kaum, bis gar nicht. Ganz, ganz schlimm, auch hier, auch viel zu gute Spieler eigentlich. So, und dann kommen wir zu Fans Choice England. Auch da haben wir wieder ein paar perverse Spieler. Ich glaube, da haben wir im letzten Stream schon drüber geredet. Ne? Hier so ein Kevin De Bruyne hat enttäuschende Player-Skills für so einen super Mittelfeldspieler. Der ist nicht überragend brauchbar. Auch alles sehr gute Spieler. Klar, alles gute Spieler. Aus Asien haben wir letztens schon zweimal gezogen und das sehr erfolgreich. Wir haben den Azmoun gezogen. Da, wir haben den Azmoun gezogen und wir haben den Kubo gezogen. Besonders Azmoun hat die Player-Skills aus dem Himmel für einen Offensivspieler. Geiler wird's nicht. Aber wir haben eben drüber geredet. Dass man doppelt und dreifach aus diesen Boxen ziehen kann. Der ist nicht ausgeblendet hier, so ausgegraut. Also man kann theoretisch auch doppelt ziehen. Sollten wir vielleicht auch drüber nachdenken. Wir haben den Wunschspieler. Sollen wir Asien wirklich ziehen? Vielleicht nicht. Und dann die immer wieder letzte Option, und das ist vielleicht die charmanteste, weil sie am meisten auf meine Art, MyClub zu interpretieren, einzahlt, Road to Glory und 2 bis 4 Sterne-Teams, sind die Gammel-Agenten, die zwar nur 2,9% auf Schwarzball haben, aber die 3 Spieler bringen und halt eine höhere Chance bringen, dass mir der Spieler am Ende auch weiterhilft. Also Freunde, jetzt geht's ab. Eure Entscheidung bitte. Was ziehen wir? 25.000 Agent, 25.000 Box oder irgendwelche MyClub-Coin-Superagenten. Eure Entscheidung. Servus, Portuguese Boy. Sofort entscheiden. Auf geht's. Tammy Abraham, klar, Sascha. Absoluter Cheater-Stürmer. Der wäre nicht uninteressant. Aber den kriegen wir ja nicht gezielt gezogen. Also, auf geht's. 25.000 Agenten. Ah, Feli ist auch wieder da. Sauber. Schön, dass du wieder reinkommst, Kollege. Die 25.000 Box geht stark ab. Aber Kopf an Kopf noch mit dem englischen Liga-Agenten. Auf geht's, Freunde. Ja, es ist immer wieder schön zu sehen. Ihr hört zu. Ihr denkt als Anteilseigner der Let's Playmakers 11 auch an das Wohl des Vereins. Darauf eine Apfelschorle. So, ich lasse das hier mal wirken.
Sonic sagt englische Box, ja, aber der 25K-Agent scheint zu gewinnen. Ich nehme das hier mal kurz als Anlass, die YouTube-Playlist hier rein zu pasten, Freunde. Gerne ein Abo dalassen, wenn es gefällt. Auch auf YouTube, ne? Jeder Stream landet auf YouTube. So, das einmal kurz hier reingeballert. So, aber ich denke, wir haben hier mit der 25. Ja, pass auf. Also die 25K-Agentengeschichte hier gewinnt für mich jetzt. Ich glaube, ich habe das richtig verstanden. Bei der zweiten Abstimmung, die jetzt dann danach kommt, bitte schreibt englische Box, nicht 25K englische Box. Das verwirrt mich nur. Servus Kracher, schön, dass du auch wieder dabei bist. Also, englische Box ist englische Box, 25K ist der Agent. So, jetzt die Frage, Freunde. Der Agent kommt, Sturm, Mittelfeld, Verteidigung. Welchen Agenten ziehen wir? Auf geht's. Ich habe das Gefühl, der Sturm gewinnt wieder, weil ihr da immer sehr gierig unterwegs seid, wegen Haaland und wegen Ibrahimovic und was auch immer ihr euch da wünscht. Sturm führt mit 2-1. Oh, 3-2 für den Sturm. Mittelfeld scheint keinen zu interessieren. 4-2 Sturm. 4-2-1. 5-2-1. Sonic, du bist raus und in die stille Ecke bitte mit dir. Torhüter braucht man nun wirklich nicht. Weiterhin 5-2-1. Sturm für Haaland. Ja, 6-2-1. Ich glaube, Sturm können wir nehmen. Verteidigung gewinnt Spiele. Ja. 6-3-1. 7. Ja. Okay. Sturm gewinnt. Auf geht's. Ich sage an der Stelle auch nochmal an, ich erinnere mich an Sotelo, den Venezuelaner, Kolumbianer, irgendwas, Außenstürmer, den ich doppelt habe. Der könnte natürlich, das ist natürlich eine, was weiß ich, 0,2%ige Wahrscheinlichkeit, aber der wäre möglich. Genauso wie auch ein Kylian Mbappé zum dritten Mal möglich wäre. Ich glaube, die ganz alten Hasen unter euch erinnern sich. In einem Stream zweimal Mbappé gezogen und es geht nach Paris. Alter, das ist Mbappé. Das war die 7. Ich hab's gejinxt! Alter, ich hab's gejinxt! Aus dem Grütz-Agenten zum zweiten Mal Kylian Mbappé. What are the odds? What are the odds? Alter Verwalter. Ich hab dreimal Kylian Mbappé. Gegen wen tauschen wir den ein? Gegen Messi? Hab ich auch schon. Ist das behindert? Ist das behindert, Alter? Brauche ich nicht. Kylian Mbappé brauch ich nicht. Berardi und Pablo kenne ich nicht. Auch okay. Gucken wir uns den Kollegen mal an. Och, der ist schnell. Wusste ich gar nicht. Der ist schnell. Und Player Skills. Ach, genau, das hatte ich ja damals schon gesagt. Acrobatic Finish rettet ihn. Acrobatic Finish und First Time Shot. Aber okay. Also, Kylian Mbappé brauchen wir nicht. Aber wobei, ganz ehrlich, wäre wahrscheinlich die logischste Sache, den wegzuschieben und dann auf irgendeinen weißen Ball anzuwenden. Ja, weil auf sich selber, dann ist er auf einmal 97 und dann habe ich da halt auch nichts von. Meine Fresse. Oh, gegen Ibrahimovic eintauschen. Ja, wobei, aber der ist halt dann auch wieder, also wenn ich den viermal bekomme, dann auf jeden Fall denkbar, gegen Ibrahimovic einzutauschen. Aber jetzt, also einmal Mbappé brauchst du halt schon, ne, für ganz schlimme Momente im Vier-Sterne-Bereich mit seiner immer wieder A-Form sehr häufig. Aber jetzt geben wir ihn noch nicht weg. Aber genauso wie jegliches Agenten und so ziehen, nur im Stream passiert, würde ich auch dieses Dreier-Eintauschen nur mit euch zusammen machen. Also das werdet ihr nicht verpassen. Das erwähne ich nicht einfach mal so auf Twitter oder so. Nein, das machen wir zusammen. So, und jetzt Berardi. Creative Playmaker hängende 11. Aber eigentlich Außenspieler. Ja, gucken wir mal. Bisschen, ja klar, alles orange da als 80er, logisch. Bisschen beidfüßig. Ne, ist zu wenig. Der Absteiger von Sassuolo kann gehen. Und dann, jetzt bin ich gespannt. Dummy Runner, also einer, der in die Tiefe geht. Der Pablo, Silberball immer spannend. Bisschen Kopfballstark, bisschen Finishing. Ja, bisschen beidfüßig. Heading, Heel-Trick, One-Touch-Pass. Ja, nicht ideal, aber es ist eigentlich genug. Ist auch nicht, ist alles so ein bisschen, ist so ein normaler Typ. Behalten wir den mal. Ja, darf bleiben, vollkommen richtig. Vollkommen richtig, ist okay. Netter Typ. Und die nächste Abfrage, Freunde. Also, erste Abfrage kommt. Was ziehen wir? Englische Box, Club Selection, My Club Coin Typen oder wieder 25K Agent. Auf geht's, Freunde. Wen ziehen wir?
Ach, jetzt habt ihr alle Blut geleckt, oder was? Abwehr 25k, Agent, Agent, nochmal Mbappé, genau, das wäre jetzt aber wirklich lol. Jetzt hier nicht alles durcheinander. Erstmal gucken, was wir ziehen. Sollten wir uns für 25k-Agent entscheiden, dann wieder Mannschaftsteil, damit jeder mitspielen kann. Aber erstmal nur 25k, englische Box oder von mir aus Tottenham-Agent, Asien-Agent, was auch immer. Ja, ich glaube, die 25k hat es euch angetan. Ne? Finde ich auch nicht verkehrt, Freunde. Finde ich auch nicht verkehrt. Also, auf geht's. Erstmal Abo dalassen, das ist mal ganz wichtig. Nicht ver ne? Da, deswegen kriegen wir unsere Wunschspieler nicht, weil ihr keine Abos dalasst. Ihr kennt, das hängt zusammen. Kann mir keiner ja was anderes erzählen. So, okay, also 25k Agent Würz und wieder Mannschaftsteil. Auf geht's. Hab's so eine Vermutung, was jetzt kommt. Oh, Mittelfeld, 1-0 Mittelfeld. Ja, oh, 2-2. 2-2-1. Oh, 3-2-1 Mittelfeld. 4-2-1 Mittelfeld. 4-3, 5-3, 5-4. Oh, das Mittelfeld ist aber hart. In der Portuguese Boy, du hast Abwehr gesagt. Kollege, du hast Abwehr gesagt. Jetzt nicht umdingsen. Oh, und jetzt haben wir Gleichstand bei Sturm. 5-5. Komm, Sonic ist wieder der Spalter. Sonic kann wieder auf die stille Treppe. 5-5. Komm, ich brauche einen Entscheider. Auf geht's. Sturm im Mittelfeld. Sonst muss ich entscheiden und ich nehme Torwart. Komm, Leute, hier muss. Einer muss jetzt mal den Entscheider geben. Oh, Kracher Mittelfeld, nochmal Sturm, nochmal Sturm. Dann sage ich mal, Sturm hat knapp gewonnen. Was heißt, sage ich mal, hat es ja auch. Ich glaube, irgendwie 7 zu 6 jetzt. Ganz knapp gefolgt von Torwart. Und ich weiß, wo ihr hin wollt. Ihr wollt zum Braut-Erling-Dingensbums. Mal gucken. Vielleicht geht es auch wieder in die Ligue 1 zu PSG. Keine Legende, ist schon mal wichtig. Spanien, alles möglich, Freunde. Spanien ist alles möglich. Silberner Ball, ist das Malaga. Ja, Gekko. Und das Schlimme an 75 Silber in so einem Agenten ist, die anderen beiden sind auch nur 75 Silber jetzt. Kann das überhaupt noch ein Triple sein für mich? Cerny, der ein bisschen aussieht wie Joe Hart und Romero. Das ist eine sehr enttäuschende Box. Das ist eine sehr enttäuschende Box. Egal, Gekko. 10, hängende 11. Oh, hat keinen schwachen Fuß. Hat dann auch nicht genügend Player Skills. Vacislav. Vacislav Cherry. Spielt leider keine Position, die mich feiern lässt. Ist ein bisschen schnell. Keine Player Skills. Und Matthias Romero, the Goal Poacher. Kleiner, hartnäckiger. Beidfüßig. Acrobatic Finish, First Time Shot. Ja. Ja. Finishing 77. Antritt stark. Ja. Matthias Romero. Was sind Ultras? Genau. Hardcore-Fans. Leute, die mit Bengalos vor meinen Streams sitzen. Das sind die echten Fans. So, Kracher. Pass auf mit dem Feuermelder. So, das war der administrative Teil, Freunde. Wir haben es geschafft. Keine Stunde gebraucht. Das ist auch immer schön. Wir haben manchmal schon übertrieben. So, und jetzt suchen wir wieder Gegner. Ihr wisst das. Fünf. Drei Balken. Sind Pflicht in meinen Spielen. Oh. Und ich hoffe. Oh, direkt drei Balken. Auf geht's. Oh, Songo Kan. 937 Ratingpunkte. Das wird sofort eine harte Nuss. Ja, ist auch schon mal Level 1 gewesen aus Taiwan, China oder woher das jetzt war. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt. Also, die Box. Auch das für die Nicht-Stammzuschauer oder die es noch nicht wissen, jeder Sieg verdient mir auch eine Box oder einen Agenten. Also von daher, harte Prüfung jetzt direkt zum Start. 937 Ratingpunkte wollen bespielt werden. Und so sieht er mittlerweile aus. Unser Paulo Sosa so aufgestellt. Vorne alles zusammen. Alle eure Tipps irgendwie mit reingenommen. Und was ich heute machen werde, ich gehe all in. All in. Ihr könnt es schwer lesen. Centering Targets, also klar, wenn jemand über die Flügel kommt, alle in den 16er, hoher Ball oder ekliger Doppelpass rein. Defensive, natürlich auf Sander Berge, der soll sich idealerweise auf Jardel setzen, damit die beiden auch die Superkicker-Moves abwehren. Dann haben wir Swarm the Box, alles rein, Hauptsache Nerven. Und dann neu, nutze ich so gut wie nie, ich glaube seit Jahren nie genutzt,
Gegenpressing, Ballverlust, alle drauf, unangenehm sein, alles versuchen, was möglich ist. So, ich habe noch nicht die Mannschaften, die Spieler angeguckt. Das ganz Wichtige ist das hier. Keinen spanischen Kommentator dazwischen labern lassen. Das ist meine Aufgabe. Wir gehen nochmal zurück. Und wir kennen das. Die Pfeile entscheiden. Kein roter Pfeil, kein blauer Pfeil. Also können wir mit der Stammmannschaft so spielen. Auf geht's. Auf geht's. Erstes Spiel, Let's Playmakers 11. Zu Gast beim FC Nankatsu. Bin sehr gespannt. Servus Astrapsa. Astrapsa. Extravaganza. Ist auch vollkommen egal. Schön, dass du reinklickst. Schön, dass du rein kommentierst. Nee, ich behaupte das nicht. Ich bin mir sehr sicher, erste Mal. Warum nur 3-Sterne-Team? Weil es mehr Bock macht als 5-Sterne-Gehetze. Manchmal auch 2, manchmal auch 4-Sterne-Team. Also das so als Standardeinstellung bei mir. Im Stream nie 5 Sterne, alles andere möglich. Halo Age! Kommst gerade rechtzeitig zum ersten Spiel. Sehr schön. Sosa gegen Sosa, ich bin gespannt. Ich habe jetzt, wie immer, beim Labern hier mit euch, verpasse ich immer den Moment, auch mal auf den Gegner zu achten. Wenn der mit Paulo Sosa genauso dreckig spielt wie ich, vorne zusammen, eklig und so, dann gucken wir mal, wer dieses Festival hier gewinnt. 937 Ratingpunkte, nicht verkehrt. Aber wir hatten selber mal 955. Also es ist kein Ding der Unmöglichkeit, hier einen Sieg und eine Box zu holen. Auf geht's. Schön, dass ihr so zahlreich wieder da seid. Ich sag's immer wieder gerne. Ohne euch wäre nur halb so spaßig. Ja, erster unangenehmer Ball. Erste Prüfung für Jardel. Und Hakim Ziyech. Auch zum, ich glaube, Stream-Debüt für den Tunesier von Ajax Amsterdam. Erster guter Moment, wollte ich schon sagen, aber dann locker abgelaufen. Vorne stehen wir ein bisschen unangenehm, aber das ist leicht auf die Außen rauszuspielen. Und das habt ihr im letzten Stream, wenn ihr dabei wart, sicherlich mitbekommen. Über die Außen ist Paulo Sosa mit seinem 3-2-2-3 sehr, sehr anfällig. Deswegen jetzt auch die Umstellung. Das hätte ich eigentlich nochmal beleuchten wollen und beleuchten müssen. Eigentlich, oder wir versuchen dem jetzt entgegenzuwirken durch die schnellsten Innenverteidiger, die ich nur so finden konnte. Nacho, Kamara, ich glaube, der ist im letzten Stream erst zu uns gestoßen, und Jardel. Alles schnelle Innenverteidiger, dreckige Doppelpässe. Dembélé wird nicht wirklich angegangen. Oh, das war schon ein Ticken spannend. Ja, auch er hat da vorne seine drei Helden. Ja, wir sind beide dreckig. Und dann kommen die Doppelpässe. Wenn er aber mit Sousa genauso spielt wie ich, jetzt wird's eng. Oh. Oh, mein Gott. Wenn er auch mit Sousa spielt, dann kann er mich auf jeden Fall über die Flügel nicht so sehr überlaufen. Das ist schon mal ein Vorteil. Erste Lücke. Kriegen wir den Pass gespielt? Nein, kriegen wir nicht. Naja, es wird ein. Er spielt einen vergleichbaren Ansatz jetzt. Klar, mit Sousa musst du so spielen. Mitte zumachen. Viele eklige Doppelpässe. Rashford. Oh, kein Foul. Kein Foul. Dann nehmen wir das aber natürlich dankend an. So, wer macht's? José Ernesto Sousa. Der ist nicht verkehrt. Der ist nicht verkehrt. Torwart im bedrohten Eck, und es gibt eine Ecke. Haben wir einen großgewachsenen? Ja, Dembele. Dembele will. Dembele kriegt's. Dembele kommt, der ist wichtig. Oh. Die Szene ist geklärt. Rückwärtsgang. Ja, Ruhe reinbringen. Langer Hafer. Das ist gut. Er wird wahrscheinlich vorne auch seine schnellen Spieler haben für die ekligen Doppelpässe, um in die Tiefe zu kommen. Aber das ist dann natürlich genau der Ansatz. Schnelle Innenverteidiger, die nicht nur auf den Außen, die generell Situation zulaufen. Schlechte Verteidigung. So, Ziyech. Ja, einfach mal rausbeschleunigen. Sehr guter Move. Sehr guter Move von Ziyech. Kriegen wir mal den Abschluss hin. Nein, wieder nicht. Ja. Nein, nicht auflösen, nicht auflösen. Boah. Hammer Tackling von Kamara. Was ein Tackling. Nein, wieder zu billig. Fuß dazwischen. Szene kaputt. Jetzt kommen die Doppelpässe. Ja, oh, da entscheidet er sich zum Glück für den falschen Stürmer. Weil da war der Doppelpass offen. Langer Hafer, Rashford. Ich bleib dabei, überbewertet. Aber alleine diese Woche schon gesetzt.
Wegen seiner Wochenform. Rashford gesetzt. Habe ich auch bei vielen Gegnern schon gehabt. Zweimal Aluminium. Szene lebt. Fuß dazwischen, der war wichtig. Oh, der war wichtig. Können wir jetzt vielleicht kurbeln? Können wir jetzt vielleicht mal kurbeln? Komm, Sosa, auf geht's. Bester Passspieler der Welt. Nein. Bleibt hängen. Ja, jetzt kommt der Doppelpass. Nee. Oh. Sander Berge, da musst du in den Zweikampf, Kollege. Oh, ja, man sieht, griffig. Sehr griffig. Nankatsu United FC oder was auch immer. Brennt schon lichterloh bei den Let's Playmakers. Gute Phase jetzt für die Gastgeber. Mein Gott. Flankt das Ding und gut ist. Kommt an den kurzen Pfosten. Kriegen wir gelöst. Oh. Schlecht verteidigt. Den hätte er doch eigentlich haben müssen. Gibt es jetzt die Kontermöglichkeit? Dauert zu lange. Oh nein. Oh Gott. Ja, genau. Ich liebe diese Momente, wo du zuerst am Ball bist als Verteidiger und dann in den Stürmer stolperst. Dembele. Unten. Ja, ja, der ist wichtig. Geh doch durch. Ja. Nochmal durch. Nee. Der letzte. Oh. Fast das Missverständnis. Nübbel. Einer der beliebtesten Silbertorhüter, wie ich glaube, festgestellt zu haben. Hat auch die perfekten Player-Skills. Ja, unnötig. Nein, unnötig. Unnötig kompliziert. Oben ist Platz. Komm, kriegen wir abgelaufen. Nacho. Komm. Ja, stark. Robust. Jetzt haben wir ihn. Jetzt kochen wir ab. Ja, Nacho gefällt mir. Nacho ist ein richtig geiler, goldener Verteidiger. Schnell, hat gute Player-Skills. Kann man nur feiern. Klären. Jawohl. Ja. Harte Nuss, klar, harte Nuss. 937 Ratingpunkte spielst du nicht einfach mal so her. Und dranbleiben. Ist ja noch nicht viel zu sehen von Gegenpress. Ja, kann man pfeifen, klar, offene Sohle. Der sollte harmlos sein, jawohl, ist er. Boah, Sander Berge, mach mich nicht schwach. Dembele ist abseits. Neck. Oh Gott! Diese Moves sind so behindert. Lümmelt da an der Abseitskante. Ja, vielleicht mal ein leichter Fehler. Komm, schenk mir doch mal einen Ball. Ja, das ist zu harmlos verteidigt. Ja, zu wenig Zugriff. Und vielleicht die dritte hundertprozentige für die Gastgeber. Aber wie gesagt, wie eingangs im Stream erwähnt, das ist hier heute letzte Bewährungsshot. Nein, nein, der war dumm. Der war dumm. Der war dumm. Da kann man dann nicht sagen, dass der Trainer scheiße ist. Auf der anderen Seite, wie gesagt, letzte Bewährungschance für Paulo Sosa, wenn das heute nicht so sehr fluppt, dass es was zu feiern gibt. Gibt es ohne mit der Wimper zu zucken beim nächsten Stream und dann wahrscheinlich für immer. Fernando Santos. So, Walking Bread. Servus. Schön, dass du wieder dabei bist. 3-1 ist Minimum. So. Gerne einmal Aufstellung vergleichen. Gucken, was mir meine Taktikexperten jetzt hier im Twitch-Chat empfehlen wollen. Okay. So hatte ich das ursprünglich. Na, okay, nicht so, aber da vorne mit einer hängenden Spitze hatten wir, ihr erinnert euch an den letzten Stream, auch mit Brian Diaz versucht. Und dann kam von euch die dringende Empfehlung, vorne die eklige Spitze zusammenziehen, um eben immer im 16er präsent zu sein für die Doppelpässe und alles. Ich würde jetzt gar nicht mal behaupten, dass das, was ich jetzt spiele, effizienter ist, mir mehr Siege bringt. Er spielt allerdings mit Außen-Mittelfeldspielern, vielleicht oder sehr wahrscheinlich mit Flügelverteidigung als erweiterte Einstellung. Ich will es lieber kompakt in der Mitte haben, deswegen zwei weitere Achter mit De Jong und Sosa. Aber ja. Kann man wahrscheinlich noch ein bisschen mehr tüfteln bei unserem Drei-Mittelstürmer-Trainer. Oder einfach jetzt das Ding gewinnen. Ja, wie das der Ball zu leicht weg. Oh, da schlampig gespielt.
Mitspielen. Hey, De Jong, spielst du mit? Nee, De Jong spielt nicht mit. Oh, da ist die Lücke. Da wird es unangenehm. Ja. Ja, da ist auf einmal luftig verteidigt. Komm nicht in den Zweikampf. Hudson-Odoi mit dem 1-0 überfällig. Wieder unsauberer Pass. Also, ja. So kann man sich natürlich selber das Leben schwer machen. Oh, Dembélé. Ja. Schied sich da wie gewohnt kleinlich in Pass. Sollen wir den mal reinmachen? Sollen wir den einfach mal reinmachen? Komm, machen wir den einfach mal rein. José Ernesto. Ja, schade. Ja, gut. Giftig und alles. Müssen wir jetzt aber auch sein. Ja, und da guck mal, da bist du auf einmal Mann gegen Mann. Mann gegen Mann mit der Dreierkette. Und auf einmal ist außen frei. Gute Grätsche, kein Ballgewinn. Oh, genau da stehe ich doch eigentlich. So, kriegen wir jetzt mal Druck auf die Kette. Kriegen wir jetzt mal Druck auf die Kette. Rashford, guter Move. Komm, abgehen. Aha. Kein Foul, nichts. Einfach nur perfekt gelöst. Schade. Ja, der war einfach zu antizipieren. Komm, jetzt mal ein bisschen Tempo reinkriegen. Martial und Rashford. Perverser wird es nicht mehr von der Geschwindigkeit. Ach, nee. Ja, Ziyech kommt nicht hinterher. Kommt wieder nicht in den Zweikampf. Das kann man auch, ja, wenn er Gamemanship hat, also Schwalbenkönig, macht er da draußen Elfmeter. Torwart mit. Jawohl. Glück gehabt. Oh, langer. Oh, ins Absolute. Aber sowas von Absolute nichts. Ball wieder weg. Sosa. Ziyech. Schwarzball, aber bisher kein Faktor. Ich glaube, auch das mache ich so nicht nochmal. Rashford, wichtiger Ball. Wichtiger. Kriegen wir den behauptet? Ja, ja, nee, doch nicht. Da hilft die A-Form auch nichts. So, jetzt müssen wir schalten. Jetzt müssen wir in die Bewegung kommen. Guck mal, es ist wieder ganz schlechte Ballbehandlung. Rashford, nee, der sollte eigentlich nicht zu Rashford. Ball ist wieder weg. Jetzt wird es unangenehm da unten. Ja, taktisches Foul. Boah. Offene Sohle, wo es nur geht. 70. Minute. Es deutet sich hier nicht der Ausgleich an. Da können wir ganz ehrlich sein. Das sieht nicht so gut aus. Ist jemand müde? Vorne keiner, das ist gut. Ziyech ist müde. Ja, da kannst du auch nur Boya bringen. Das ist, glaube ich, von der Qualität auf der Position ähnlich. Kein Faktor. Hakim. Ziyech. Ja, Passi. Vollkommen richtig. Fernando Santos mit seiner Viererkette hinten dürfte wieder für mehr Stabilität sorgen. Und offensiv lief das da auch nicht schlechter. Und auch wenn er verdient führt, der reißt jetzt hier auch keine Bäume aus. Ne? Also chancenlos ist anders. Guter Ball. Kommen wir da jetzt vielleicht mal ins Laufen. Dembélé. Behaupten, der ist wichtig. Wo läuft der denn hin, der Dembélé? Sollte eigentlich... Oh, da ist die Lücke. Da ist die Lücke. Ja, genau, da muss er hin. Dembélé. Nein, wo ist der Finesse-Schuss, wenn man den mal braucht? Szene lebt. Rashford. Rashford, Rashford, Rashford. Ja. Ja, 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 mogeln. Ja. Jetzt muss die Flanke kommen. Auf Dembélé, genau auf Dembélé. Ja, erste Anstalten von wir wollen es noch. Da war mehr drin. Ja, komm. Hallo. Oh, Glück. Dass er sich da nicht behauptet kriegt. Komm, mach hin da. Nein, das wollte ich nicht. Na, das war dumm. Ja, ich glaube, das war richtig dumm. Ja. Und da entscheidet das Spiel. Es darf das 2-0 nicht fallen.
Ganz komischer Abwurf. Muss das 2-0 sein. Das ist, glaube ich, so ein Moment, wo ich mir denke, das Skript entscheidet hier auf, es soll noch spannend bleiben. Wenn mir gleich noch ein Ball reinfällt, dann wisst ihr Bescheid, Freunde. Also die Szene war jetzt mal sehr kurios. Ja, spielt er gut aus jetzt. Jetzt kommt der Querpass. Wieder kein Glück. Komm, schneller auf. Oh. Wie langsam er da zum Angriff ankurbeln kommt. Gut dazwischen von Berge. Wo ist der Laufweg? Da ist kein Laufweg mehr. Ja, da gut antizipiert. Zehn direkt wieder kaputt. Fuß ist dazwischen. Die letzten Minuten. Irgendwie durchgemogelt. De Jong. Da, Lücke. Nein, was war ich im Super? Kannst du wieder alles kaputt. Oh, der war nicht so clever. Oh, komm, da muss der Körper zwischen. Hast du den Ball doch, Junge? Befreiungsschlag schlecht. Kameras mit vorne. Ja, ja, irgendwie. Irgendwie Sosa. Ach, Schuss. Nübel, Teufelskerl. Szene lebt. Nein, das war die falsche Entscheidung. Aber De Jong bleibt in der Szene drin. Kriegen wir noch einen durchgemogelt. Nein, also Nübel. Nübel hält's fest. Aber ja, ganz ehrlich, nach dem Fehlschuss da zum ganz, ganz sicheren 2-0 hätte sich das auch nicht mehr gut angefühlt. Da ist die Niederlage. Von Weekly Points brauchen wir nicht reden. Rating Points, ach komm. Alles für'n Arsch. Alles für'n Arsch. Ja, Scripting wollte, dass ich hier ein bisschen mehr erreiche als 0-1. Das Gefühl hatte ich nach dem offenen Tor auf jeden Fall auch. Und ganz ehrlich, dann bist du mittlerweile. Also ganz ehrlich, ne, da bist du mittlerweile auf so einem Gefühlstrip, wo du sagst, das will ich auch nicht mehr gewinnen oder unentschieden spielen. Also das Ding war, das war richtig offen. Das war nicht hundertprozentige Chance wie bei mir gerade und Nübel und so. Nee, dann soll er es auch gewinnen. Wer so einen Abwurf macht, hat es nicht anders verdient. Also verdienter Sieg. Ja, es fühlt sich nicht griffig an. Tut mir leid. Also ich weiß nicht, ich krieg das nicht hin, dass die vorne ihre ekligen Doppelpässe so spielen, dass du es nicht verteidigt bekommst. Irgendwie. Ich möchte den Abend noch nicht vorwegnehmen, aber ich glaube, am Ende komme ich zu der Erkenntnis, ich bin einfach kein Paulo Sosa-Spieler. Mit vorne drei schnelle, eklige Spieler und irgendwie hinten dicht. Ich keine Ahnung, ich krieg den Drive irgendwie nicht für diesen Trainer. Und dann wird's wieder Fernando Santos. Und dann ist das einfach so. Dann spielen wir soliden, zentrumsorientierten Fußball. Ja, so als Sekundärtrainer, genau. Wenn du echt in der 80. alles nach vorne werfen willst und wenn dann auch die Spieler tatsächlich noch irgendwie, ja, okay, dann kannst du wahrscheinlich in der 80. auch auf die Teamchemie scheißen. Servus Achim, schön, dass du auch wieder reinkommst. Hast die erste Niederlage verpasst. Ja. Und umso ärgerlicher die Niederlage, umso mehr schmerzt, dass wir keine Box verdient haben für einen schönen, spannenden neuen Versuch auf Zlatan, auf Braut, Haaland und so weiter. So, Gegnersuche, das beliebte Thema. Oh, drei Balken sind da, während ich aufstehe. Ich drücke mal auf, ja, Matchmaking cancelled. Ergibt Sinn. Lasst mich nochmal die YouTube-Playlist bewerben. Alle Twitch-Streams landen am Ende auch auf YouTube. Jedes Abo da und jeder Kommentar da und so weiter auch gerne gesehen. Also keine Scheu, Freunde. Abos dalassen, auf Twitter sowieso. Für keine Wochenabrechnung verpassen. Donnerstagabend und so weiter und so fort. Ja, irgendwie scheint das so eure bevorzugte Variante zu sein. Paulo Sosa als Sekundärtrainer, den man nicht nutzen muss, tut keinem weh. Genau. Und Fernando Santos kommt dann zurück als solidester der soliden Trainer. Ja, kann ich mir auch gut vorstellen.
aktuelles Gefühl geht genau in die Richtung. Aber gut, vielleicht gewinnen wir jetzt nur 3 Spiele in Folge, feiern hier hart ab und dann, keine Ahnung, gucken wir mal, wie die Woche zu Ende geht. Ja, das ist schon mal ein gutes Zeichen, wenn wir keine Gegner finden. Tolles Zeichen. Keine 3 Sterne. Spieler mehr. So, ich glaube vom Gefühl her, den ersten Gegner findest du relativ schnell. Ja, ich glaube, das kann man so sagen, wenn man so die letzten Streams, also ich kann es jetzt nicht schwören, aber ich glaube, die letzten, so wenn du neu in so einen PES-Abend startest, der erste Gegner ist immer relativ schnell gefunden und dann wird es immer schwieriger. Also man spielt ja, glaube ich, also klar, ist auch schon mal vorgekommen, zweimal in Folge gegen den gleichen Gegner, aber eher ja nicht. Und dann ist jetzt der einzige 3-Balken, 3-Sterne-Spieler auf der Welt ist jetzt aus der Verlosung genommen. Sehr schön. Das ist gut. Das ist sehr gut. Ja, 2 Balken, keine Kompromisse. Keine Kompromisse. Ja, jetzt müsst ihr mich unterhalten, Freunde. Ich weiß, da komme ich jetzt in Teufelsküche. Aber letztens wurde noch Diego Simeone in die Verlosung geworfen. Ich wollte da jetzt nicht mehr drauf eingehen. Und ich habe mir eigentlich geschworen, keinen anderen Trainer mehr zu testen, jetzt nach Paulo Sousa. Einfach keinen Bock mehr. Aber was haltet ihr denn von Diego Simeone? Ist das vielleicht einer, den man nochmal testen sollte? Konter, 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 glaube ich, war der Kommentar. Bin ich überhaupt ein Konterspieler? Ich versuche ja auch immer sehr auf Possession zu gehen, Passsicherheit. Vielleicht bin ich auch kein Konterspieler. Vielleicht brauche ich das gar nicht. Aber ja, keine Ahnung. Und? Diego Simeone seit Beginn, wie sieht's aus? Leicht auszuspielen. Okay. Ja. Ja, da bin ich genau der richtige Mann. Kein Risikofußball. Schön alles dicht halten, langsam nach vorne kombinieren und irgendwie klappt das dann. Nach vorne. Klingt irgendwie nach meinem Fußball. Vorne drauf, jetzt auch hier dieses mit Gegenpressing bei Paulo Sousa, alles drauf, alles versuchen. Also, ich glaube, das hat man eben sehr gut gesehen. Mir fehlt, oh, Sarah Rose. Auf geht's. Ich glaube, gegen den habe ich schon mal gespielt. Mir fehlt so ein bisschen die Kompaktheit und Anspielstation im Mittelfeld. Ich habe einen Hakim, Hatem, wie auch immer, Ziyech auf der 8 offensiv, aber der steht halt zu tief. Der braucht zu lange, um nach vorne zu kommen. Und dann mit einem Doppelpass erstmal in diesen Zwischenraum kommen, ist halt mühsam. Und ja, irgendwie. Ja, irgendwie ist mir das nicht gut. Auch die Aufstellung sieht halt schon so behindert aus. Guck mal, da ist ein riesiger Bereich leer. Ist halt scheiße. Also, das ist halt dieser Kompromiss. Den ziehe ich hoch auf 10. Das wär's. Dann wäre da weniger Loch hinter der großen Speerspitze. Aber okay. Fosu Mensah muss spielen. Das ist auch immer super. Kommt dann für Kamara. Wer hat den besseren linken Fuß? Oh, Fosu Mensah, tatsächlich. Okay. Sonst Casulo darf nicht spielen, aber das bleibt so. Ja, so können wir laufen. Komm, auf geht's. Lass Fußball spielen. Wieder kein Fallobst. Ja, ich muss schneller umschalten. Ja, klar. Aber dann sind die Räume halt sehr breit, ne? Also dieses, du musst ja quasi über 2, 3 Linien spielen, um vorne Rashford zu erreichen. Aber gut. Versuchen wir das.
Versuchen wir das mal mit dem schneller umschalten. Ach ja. Ja, mit dem Stürmer das Loch im Mittelfeld zumachen, würde ja dann wieder dafür sprechen, dass ich einen von denen so tief es geht auf hängende Spitze stelle, wie im ersten Versuch im letzten Stream mit Brahim Diaz. Ach, gegen den Ball. Ja, okay. Gut, dann sind die Stürmer aber so schnell müde. Also ist irgendwie, ja, ich weiß nicht. Irgendwie eine Lösung für das Problem hat die nächste Problemzone zu schnell müde und dann fehlt da vorne für die Doppel. Also, weiß ich nicht. Also rein vom Gefühl her, wenn ich mich an Gefühle erinnere, war Santosch immer noch so am ausgeglichensten, immer noch am geilsten. Da war irgendwie das Gefühl immer da, man war stabil, man war kompakt, aber man war auch nach vorne fähig und gefährlich. Und hier habe ich jetzt so nichts davon. Jawohl, wieder Nübel im Tor. Mr. Super, alles Parade. Der ist doch gesperrt gewesen. Das heißt, der dürfte keine gute Wochenform haben. Das heißt, alle nehmen Nübel jetzt aus Überzeugung, weil er der geilste Silbertorwart aller Zeiten ist. Oder ist das in Form? Oder hier featured Nübel von Bayern Schalke Matchday, vielleicht so? Kann ja auch sein. So, heute schon wieder das ein oder andere Abo eingegangen. Ganz herzlichen Dank für den Support, egal ob auf Twitch oder auf YouTube später. Zweites Spiel im Stream, zweites Auswärtsspiel. Wieder gegen kein Fallobst mit seinen 860 Ratingpunkten. So, erstmal schön dazwischen. Nacho, langer Hafer auf Rashford. Oh, schade. Gute Idee. Den Ball da so entgegenzugehen. Den haben wir, den haben wir, den haben wir. Ja, zieh ich, pass auf. Wird nicht belohnt. Oh, mit dem Gesicht geklärt. Aber läuft. Nein, da wollte ich doch gar nicht erst hin. Ja, Laufweg wird abgewartet. Ja, genau den haben wir antizipiert. Und Ziyech verliert schon wieder den Zweikampf. Gut, dass er den dann selber ins Aus spitzelt. Erster guter Vortrag von Châteauroux. Von den französischen Gastgeber. Rashford ist wieder im Abseits, ne? Oder? Nee, scheinbar nicht. Wichtig behauptet. Szene lebt dadurch. Jetzt gucken wir mal, ob wir da in die Doppelpässe kommen. Unsauber. Dembélé mit One-Touch-Pass, glaube ich. Unsauber. Macht die Szene kaputt. Und jetzt kommt das Zulaufen, von dem wir eben geredet haben. Guck mal, da sind wir schon wieder Mann gegen Mann. Da wird es schon wieder unangenehm. Nacho muss Sobnin zulaufen. Es ist so unkompakt. Mein Gott. Einmal über den Flügel geschaltet. Unangenehm geworden. Erste Großchance für die Gastgeber. Die erste Ecke fliegt rein. Wieder gut antizipiert. Fast schon zu billig. Oh, mit dem Rücken zum Verteidiger. Szene kaputt. Schlecht gespielt. Boah, guter Ball. Guter Ball. Nacho ist da. Was ein geiler Verteidiger. Ist der neue Jay Gomez für mich. Nacho. Da kriegen wir den gespielt. Oh, da wieder antizipiert. Sosa lässt sich abkochen. Nächster hoher Ball. Der wird unangenehm. Das sieht nach System aus. Ganz anders als das, was ich hier spiele. So, schnell schalten sollen wir. Ja, den haben wir diesmal antizipiert. Martial, guter Laufweg. Oh, guter Laufweg. Martial, De Jong, der kann noch flanken. Rashford geht gut entgegen. Ui, schöner Aufsetzer von Marcus Rashford. Ja, spielt er kurz. Ja, kommt der Ball? Nee. Oh, gut gespielt. Lass doch laufen, ich hab den Ball doch. Ach so, ja, da ist mir eben auf den Fuß getreten. Ja. Kleinlicher geht's nicht. Spielt schnuckeligen Fußball. Gerade noch so antizipiert bekommen. Habe ich auch nicht gedrückt. Diesen Notfallball da. Egal, kriegen wir gelöst. Nein, auch ganz schwach. Schwacher Aufbau. Wird's bestraft. Abseits. Sehr luftig alles.
Sehr, sehr luftig alles. Ja, verteidigen gut. Stellen gut zusammen. Ziyech wird sofort angegangen. Kriegt er sich mal befreit. Rashford läuft das Angebot. Ja, dann knüppeln wir dem mal die Linie. Es war kein Abseits, laut Radar. Und Szene schon wieder vorbei. Konter läuft. Nacho, ja, gut gemacht. Und Körper, ja, behaupten. Rashford nimmt De Jong mit. Martial. Martial. Boah, wie der da abgekocht wird im Zweikampf. Krass schwächlich. Oh, Adama Traoré. Gut, den Fuß reingestellt. Szene noch nicht bereinigt. Und Ziyech. Langer Hafer. Martial, der ist gut. Ja, läuft aber wieder ins Nichts. Hilft alles nichts. Kontrolle. Ja. Komm, da geht mal was. Geh mal in die Zwischenräume. Mal De Jong mitnehmen. Flanke kommt. Nicht verkehrt. Nein. Nein, da kommt die Kopfballablage nicht. Der kann jetzt mal wehtun. Jetzt kommt er. Nee, wieder nicht. Oder doch jetzt. Oder doch jetzt. Abseits, oder? Ja. Genau im falschen Moment versteckt sich Rashford. Und mit vereinten Kräften. Jetzt mal eine gute Phase. Jetzt mal eine gute Phase. Dembele. Dembele. Nein. Oh, komm, ey. Aber auch da stehen sie eng zusammen. Oh, jetzt will er es aber wissen mit seinen kleinen Dreckspässen. Martial! Dembele! Und da kommt dann mal Tiki-Taka. Ja, 1-0. Warum er da alles oder nichts mit dem Torwart geht, okay. Wusste es anscheinend besser. Gut. Und oben Dampf geben. Ja, der ist gut. Guter Ball. Viel zu offen verteidigt. Rashford. Hat die Übersicht. Nachstauben. Oh, so ein Doppelpack vor der Pause. Das hätte doch mal berechtigten Grund zur Hoffnung gegeben. Was eine Box angeht. Noch glaube ich. Ja, ich glaube dran, natürlich. Ja, mit Ansage. Mit Ansage wieder. Sander Berge ist da. Jetzt kriegen wir vielleicht mal das Selbstvertrauen, um weiter zu mogeln. Wieder kommt er mit dem Torwart. Dembele. Ja, nein. Szene lebt. Martial. Schönes Ding von Ziyech. Kommt nochmal so eine dreckige Flanke. Nochmal ein Fehler. Nochmal. Nein! Nimm ihn doch an den Ball. Eigentlich richtig antizipiert. Alles valide Punkte, nicht zu viel pressen und so weiter. Klar, Müdigkeit ist dann auch ein Thema. Das sieht noch gut aus hier. Auf der anderen Seite habe ich mir jetzt gesagt, all in diesen Stream mit Pressing und Gegenpressing und allem. Von daher spielen wir das jetzt so weiter. Sieht nicht verkehrt aus, klar. Etwas glückliche Führung. Aber mit dem 1-0 ergaben sich auch ein paar mehr Räume. Vielleicht wird Châteauroux auch etwas zu fickerig. Ist das ein Wort, was man in diesem Zusammenhang nutzen sollte? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht kommt er nochmal mit dem Torwart raus und will es wissen. Sarah Rose. So, jetzt vielleicht ein bisschen Ruhe reinbringen. Selber mal. So ein bisschen so, hey, ein bisschen Fußball spielen. Gab ein paar Momente, da war sehr unangenehm zugestellt. Ja. Und ziehe, ich brauche wieder 3 Minuten bei der Passausholbewegung. Ja, jetzt haben wir kein Mittelfeld mehr. Wo ist Sander Berge? Ja, sauber. Jardel passt auf. Nein, na, faul. Ja, Glück gehabt. Szene lebt. Ja, komm, Matze, auf geht's. Ziyech, wichtiger Ball. Unten ist ein bisschen Platz für Sosa. Rashford, ist fast zu billig. Einfache Drehung. Vom englischen Nationalen.
Foso Mensa, wichtiger Zweikampf. Nein, komm, das muss Ballgewinn sein. Das muss Ballgewinn sein. Ja. Muss wieder. Hallo. Ja. Nein, kein Zugriff. Doch Zugriff. Foso Mensa ist da. Oh. Also es ist wackelig. Also das auf jeden Fall. Vom Gefühl her kann jeden Moment wieder ein Doppelpass reinprasseln. Rashford. Ziyech hält die Szene am Leben. Irgendwie am Leben. Dembélé, der ist doch körperlich unangenehm. Nee. Und wieder Fuß. Da müsste man so Szenen eigentlich schon beenden. Stattdessen kommen sie wieder auf die Kette. Guter Ball auf die Außen. Nacho. Nein, Nacho. Mann. Lässt sich da austanzen auf dem Flügel. Mein bester, mein goldenster, mein schnellster. Unten ist Platz. Spiel den Ball. Mein Gott, wie lange das dauert. Sosa, komm, geh mal ab. Hat kein Stamina mehr. Sosa. Ja, mit Computerpress. Einfach locker. Ballgewinn. Auch zu billig. Komm nicht in den Zweikampf. Komm nicht in den Zweikampf. Oh, das war ein bisschen sehr dumm verteidigt. Ach, das selber schuld. Warum ich da so offensiv am Stürmer vorbeilaufe, das war dumm. Hatte sich angedeutet. Sosa ist müde. Noboa rein. Ja. Wie gewonnen, so zerronnen, hatte sich angedeutet. Nein, zu billig. Auch so blind. Das ist so, warum? Oben ist Platz. Kriegen wir? Jawohl. Foul. Ja, ich wollte schon sagen. Oben mitnehmen. Ja, nee. Frankie de Jong ist kein Sprinter. Oh, der ist gut. Der ist wichtig. Foso Mensa, warum nicht mal mitgehen? Ja. Warum nicht mal mitgehen? Nein, nein, falsche Drehung. Ja, kommt der Fehler. Ja, da will er zu viel. Da will er zu viel. Rashford. Ja, Wusel, Wusel, Wusel. Kommt mal einer. Ja, nimm doch den Fuß raus. Ach Gott. Oh. Sander Berge weiß, wann er treten muss. Ganz offen auf die Kette. Und das ist dann mein ZDM mit defensiver Erweiterungsstufe drauf. Spielt vorne auf einmal Mittelstürmer. Muss mir auch mal einer erklären, was sich das Spiel dabei denkt. Tiefer geht nicht. Was ein Dreck. Mangani. Ja, super. Kann das irgendeiner kann das spielen. Das ist so toll. So, ich hab Bock auf Adebayor. Könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Hauptsache hier die Sechser und Achter sind stabil. Auch ein Jardel ist permanent müde. Es ist alles irgendwie hängen und würgen mit dem Trainer. Ich glaube es nicht. Ja, richtig. Mit Americano machen die Streams noch mehr Spaß. Schade, dass das sein letzter ist. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit. Ja, spielt jemand mit? Jawohl, Noboa. Und jetzt nicht überdrehen. Fußball spielen, jawohl. Ja, auch er presst hoch, will's wissen. Langer Hafer, kriegen wir verarbeitet. Martial, sehr gut. Ja, tret ruhig. Platz für Mangani. Mangani. Na, wen haben wir da? Adebayor. Emmanuel. Klarer Elfmeter. Haben wir alle gesehen. Na, kommt der Ball? Nee. Na. Nein, da ist die Lücke. Da ist die Lücke. Ist zu billig. Oh. Abseits, abseits, abseits. Okay. Aber irgendwie auch so vom Gefühl, entweder gewinnen oder alles andere ist scheiße. Selbst wenn ich jetzt hier 0-0, 1-1 spiele, ja, so what? Keine Box, keine Ratingpunkte, Weeklypunkte, lalala, alles scheiße. Wir können nicht mehr wechseln. Nein, können wir nicht. Ziyech ist schon wieder müde.
Es ist das ein Gewürge mit diesem Trainer? Servus, Chris Cross. Hoffentlich geht die Geschichte jetzt endlich mal in die richtige Richtung mit dir. Servus, Lumenon. Danke fürs Abo, danke für den warmen Kommentar. Das freut mich sehr. Schön, dass du reingefunden hast. Ich brauche mehr von dir. Jawohl. Alle rechtzeitig da zum nächsten Gewürge. Mit Paulo Sosa. Komm, langer Hafer auf Adebayor. Da haben wir ihn geholt. Einer der besten silbernen Stürmer. Wichtiger Kopfball. Ja, den holt er nämlich. Und dann kriegen wir diese dreckigen Fußspitzen-Doppelpässe nicht hin. Und wieder wird auf die Kette zugelaufen. Sander Berge. Oh nein, nein, hier Super Kanzel. Kennt ihr das? Super Kanzel, Mann. Den Einwurf darf er nicht bekommen. Wichtig. Oh, Foso Mensa kommt nicht in die Bewegung. Naja, jetzt geht der Super Kanzel. Erinnert euch noch an Version 1.0, wo der kaputt war im Online-Modus. Ja, das waren noch Zeiten. Unten ist Lücke. Unten ist Lücke. Komm schon, Markus. Komm schon, Markus. Komm schon, Markus. Jawohl. Aus dem Nichts. Ist denn hier auf einmal los? Super Adebayor mit dem Traumpass. Ja, egal. Ist uns egal. Jetzt treten wir das nach Hause. Mangani. Matondo. Ist das der Schalker? Ja, ist der Schalker Außenstürmer. Gelb für Toni Mangani. Ja, jetzt wird er hektisch. Jetzt nimmt er gleich wieder den Torwart und alles. Komm schon jetzt. Das müssen wir jetzt holen. Mann, 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 Mann. Was ein Drama wieder. Na, was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Ah, ist ein wundervoller Gegner. Guck mal, hier, Onyekuru, Matondo, Wadi. Haupt zur Geschwindigkeit. Brahim Diaz kommt jetzt, kennen wir alle. Spieler des Monats November, Haupt zur Geschwindigkeit. Da kommt doch Freude auf. Ich reg mich gerade ein bisschen auf, obwohl ich führe, egal. Komm, jetzt bringt es nach Hause, ihr müden Krieger. Muss halt Martial hinten auch noch aushelfen, mir egal. Na, spielt er kurz? Ne, spielt er nicht. Segelt rein. Ziech. Adebayor. Ja. Fußball. Ja. Ja, jetzt läuft's. Adebayor. Komm, geh. Lass doch laufen, Mann! Was hilft mir die gelbe Karte jetzt? Ein Scheiß hilft mir die jetzt. Oh, rot. Oh. Thilo Kehrer rot. Hallöchen. Sehr schön. Nehmen wir mit. Und langer Hafer. Weg die Murmel. Komm, der ist wichtig. Der ist so wichtig. Ja, stark. Komm, Martial, geh ab. Geh doch noch ein letztes Mal ab. Komm, Anthony. Komm, die sind alle müde. Alle müde. Alle sind müde. Wir kriegen den Kontakt nicht hin. Sander Berger hat einen Kopf unten. Oh, es wird nochmal unangenehm. Es wird nochmal unangenehm. Oh, der ist so wichtig, der Kontakt. Jardel, bring's nach Hause. Komm, der ist wichtig. Ja, jetzt gibt's gleich nur noch Feiern, Freunde. Jetzt gibt's gleich nur noch Feiern. Ja, letzter Kontakt. Jawohl, Adebayor nochmal Bock. Adebayor nochmal Bock. Emanuel. Nein. Jetzt gibt's nochmal auf die Socken. Ja. Wie dreckig. Verdient kann man nicht sagen, aber dreckig. Oh, Box verdient, Freunde. Ja, unverdient ist auch anders. Aber war jetzt halt enge Kiste. Oh, jetzt habe ich weggedrückt. Ich wollte das Tor doch nochmal zum Abfeiern geben. Oh, herrlich. Ja, manch, also das ist noch nicht alles. Also 5 Kilo, ne, so schlimm ist das gar nicht. Das war jetzt gar nicht so sehr aufgeregt, aber das war irgendwie war das so, das Spiel fühlte sich total negativ an und dann kommt der Lupfer in zum 2-1. Auf einmal alles gut. Ganz komisches Spiel gerade. Ganz komisches Spiel. Ja, ehrlich, mal so ein Doppelherz hier, so eine kleine Pulle für Notfall. Aber im letzten Stream hatten wir ja auch so ein Last Minute 90. plus 4 Twitch-Highlight letztens noch gemacht zum Sieg. Also, ein bisschen Drama haben wir doch immer im Stream. Muss ja auch so sein, sonst wäre es ja fade. Zweites Spiel, enger Gegner und gewonnen. Und jetzt seid ihr wieder dran, Freunde. Agent, Special Agent, Collectors Box, eure Entscheidung bitte. Was ziehen wir? Was nehmen wir uns als Belohnung?
für den Sieg. So, ne, nicht hier sofort wieder. 25k Sturm kommt später. Also, Collectors Box. 25k Agent scheint schon wieder gut mit dabei zu sein. Jawohl. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Collectors Box. Oh. Hatten wir ja ganz zu Beginn des Streams mal beleuchtet. Zwei, glaube ich, oder drei Chancen auf ein Triple für Erling Braut, seien wir ehrlich. Aber das sieht sehr nach 25k aus, ne? Ja, Servus Stutt. Schön, dass du auch wieder reinfindest. Also 25k macht das Rennen. Und jetzt bitte einmal Positionsbereich, Sturm, Mittelfeld, Abwehr. Ja, okay, ich sehe schon. Sturm geht wieder gut ab. Hier mal ein bisschen Mittelfeld. Portuguese Boy, mit Abwehr bist du leider immer sehr allein auf weiter Flur. Von daher, auf geht's. Erling Braut, vierter Mbappé wäre der absolute Wahnsinn. Dann können wir viermal Mbappé eintauschen, dreimal Mbappé eintauschen gegen Ibrahimovic oder so, ja. Hauptsache irgendwelche Skandinavier. Das ist, glaube ich, die asiatische Champions League. Und es gibt dreimal Silber. Ein absoluter Wahnsinn. Na, wer ist das? Pelle. Oh, Graziano. Graziano Pelle. Ich glaube, der ist richtig geil. Richtig, oh, Stärke. Ich glaube, der hat auch richtig gute Player-Skills. Ich glaube, das ist ein richtig geiler Target-Man. Es gibt keinen zum dritten Mal. Hauptsache Graziano. Target-Man. Jumping, Physical, Finishing, Heading. Alles schon mal geil. Groß, beide. Oh, komm bitte. Heading, Acrobatic Finish. First-Time-Shot, der ist richtig geil. Graziano Pelle. Sehr, sehr geiler Typ. Wir gucken uns vorhin Salida an. An wen erinnert er mich? Harry Kane? Sieht ja ein bisschen aus wie Harry Kane. Ja, ne? Aber ist auch vollkommen egal. Spielt 6 und außen. Beidfüßig. Fehlen Player-Skills. Ich glaube, den hatte ich schon mal. Kann gehen. Und dann kommt Bovo. Hatte ich den letztes Jahr mit Scout-Combo geholt. Name kommt mir bekannt vor. Claude Beauvau. Ist ein bisschen schnell, ein bisschen orange, ja. Heading, Acrobatic Finish. Boah, klein und kopfballstark, keine Beidfüßigkeit, komm, kann weg. Da brauchen wir nicht lang drüber nachdenken, aber Graziano Pelle, das ist ein edler Keiler vorne. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Gute Entscheidung. Opa-Box, ja. So, weiter geht's. Drittes Spiel und ich denke nicht letztes. Ne? Wenn wir jetzt keine halbe Stunde Gegner suchen, dann können wir heute noch ein paar Boxen verdienen. Vielleicht ja war das jetzt auch das Bockumstoßen. Krampfiges Spiel, klar, aber mit Wille. Ja, manchmal muss man sich Sachen auch erarbeiten. Drei Balken. Oh, wir kriegen heute die Hucke voll. Lauter, fast Tausender. Super. Boxen wollen hart verdient werden. Ja, genau. Stunt-Double für Harry Kane. Also der sah ihm schon verdammt ähnlich. Ah, so, komm hier. Ja, wir machen dunkelgraue Trikots gegen Weiß. PES Brasilien aus Frankfurt. Kennt man den? Nandinho, whatever. SGE in Brasilien. So, und Paulinho muss spielen. Aber die drei hier vorne auch. Ich habe vergessen, mir Fitness-Items zu nehmen. Das ist sehr ärgerlich. Vor allen Dingen bei, wie ich das gerade spiele. Paulinho spielt deswegen nicht, ne? Pfeil nach oben muss spielen, aber er muss auf einer Position spielen, die ihm passt. Und da ist er halt geblockt. Das zur Erklärung. So, ich mache jetzt Gegenpressing wieder aus, damit die Leute nicht sofort müde werden. Ansonsten Stammmannschaft.
fast 1000 Ratingpunkte zum zweiten Mal. Komm, wird Zeit für die nächste Überraschung. Wird Zeit für die nächste Überraschung. Ja, ich habe mir den Gegner wieder nicht angeschaut. Das stimmt leider, oder hätte ich machen sollen. Ja, immer wieder gern gesehen, der Tipp. Aber irgendwie bin ich dann doch wieder zu sehr mit mir selbst beschäftigt oder mit euch. Jawohl, Maracana. Hauptsache kein Schattenwurf im Drecksstadion. Komm, jetzt dranbleiben. Momentum mitnehmen. Auch er hat natürlich Marcus Rashford, wie gefühlt jeder Gegner in dieser Woche. Erster guter Ballgewinn von De Jong. Oh, erste gute Lücke. Scheinbar kein Abseits. Dembele. Dembele. Na, läuft da gut zu. Geht auf meine Finte nicht ein. Und bereinigt das locker. Ja, da war auch wieder deutlich mehr drin in der Szene. Ja. Oh, Nacho. Schnellster Verteidiger, den man sich wünschen kann. Lässt sich da austricksen. Gegenangriff. Wird nichts. Ja, nicht überpacen beim Pressing. Bringt uns gar nichts. Ja, er spielt auf ganz, ganz breit. Ich weiß nicht, ob das sein System ist oder ob er einfach nur clever auf Paulo Sosa reagiert. Der ist wieder gut. Der ist wieder gut. Ja, da merkst du schon. Da ist einer am Pad. Der weiß, was er tut. Doch, Fußball spielen. Ja, läuft doch. Guck mal hier. Yay, Fußball. Keine Hektik. Und mal De Jong mitnehmen. So. Ja, vielleicht mal mit dem etwas ruhigeren Ansatz. Ja, das war wieder völlig unnötig. Da müsste hier jemand sitzen und mir immer auf den Nacken klatschen, wenn so Unsinn kommt. Abseits, abseits. Hausgemachte Probleme in der Vorwärtsbewegung. Dembele, kriegen wir ihn angespielt? Ja, jetzt kommt die Hacke. Jetzt kommt Rashford. Offene Sohle, kann man auch mal drüber nachdenken. Also alles oder nichts Pressing. Ja, ne. Braucht man nicht machen. Ja, Sander Berge kommt nicht in den Zweikampf. Es dürfte die erste freie Flanke geben. Ja, irgendwie ereignisarm gelöst. Aber auch hier, mir fehlt dann wieder so die Griffigkeit. Ich habe da kein wirkliches, keine Spielidee. Das ist wieder Unsinn. Hausgemachtes Problem. Da haben wir Glück, dass er mich reindribbelt. Hätte eigentlich weglaufen können. Also irgendwie, es ist alles ein bisschen stumpf mit Paulo Sosa. Und es geht einfach nur darum, irgendwie einen der drei Stürmer da vorne zu erreichen. Sich irgendwie noch gedreht zu bekommen, um dann dreckig in die Doppelpässe zu kommen. Es ist leider auch nicht so geil zu spielen. So vom Ansatz, vom Spielsystem. Irgendwie nur nervig. Ja. Kriegen wir körperlich gelöst? Nee, kriegen wir nicht gelöst. José Ernesto Sosa lässt sich da auch übertölpeln. Aber okay, wir sind noch im Spiel. Immer noch 0:0. Die Ecke kommt gut an den Fünfer. Kriegen wir. Ziyech. Flanke kommt. Genau durch zwei Weiße durch. Kopfball auf den kurzen Pfosten versagt. De Jong, jetzt mal ein bisschen Platz da im Mittelfeld. Jetzt kommt wieder der übliche Grützball auf Martial. Aber dann kommen wir jetzt vielleicht mal in die Bewegung. Oder auch nicht. Rashford. Ja, übliche grützige Bewegung. Es ist immer das Gleiche. Irgendwie entweder durch die Beine lassen, in den Doppelpass kommen. Schnelle Stürmer gern gesehen. One-Touch-Pass gern gesehen. Heel-Trick gerne gesehen. Es ist echt Schablone. Und irgendwie null charmant. Ja, der wäre mal wichtig gewesen. Wenn wir da schneller in die Zweige, in den Passweg gekommen wären. Den kriegen wir gelöst. Jawohl.
Langer Hafer, Rashford. Da merkst du halt, er ist kein Keilstürmer. Ja. Oh, Sander Berge. Ja, irgendwie kriegen wir es gelöst. Martial. Ja, schnuckelig. Jetzt mal Rashford tief schicken. Komm, behaupte dich doch mal mit deiner Kack-A-Form. Ja, falsch antizipiert. Flanke kommt auf Dembele. Nee, doch nicht. Ziyech. Komm, jetzt müssen wir doch mal. Ja, irgendwie mal festsetzen. Ziyech lauert. Ja, ja, ja. Abschluss. Nein. Ja, Marcus. Marcus, nee. Gut, dass wir da auch einen nicht langsamen Stürmervernichter haben mit Kamera. 0-0 zur Pause. Hartes Stück Arbeit, kein Torschuss, genau. Tja, willst du machen? Servus Boxauto, schön, dass du auch reinfindest. Einen krampfigen Sieg, eine verdiente Niederlage verpasst, mein Freund. Jetzt gegen fast 1000 Ratingpunkte. Nächste Arbeit hier abzulegen, um sich Boxen weiter zu verdienen. Ziyech. Martial. Ja, lauf das Ding. De Jong. Ziyech. Was ist das für ein Doppelpass, Frankie? De Jong schön freigeschaufelt. Jetzt muss aber was gehen. Ablegen. Och, komm. Da schmusen wir so eine schöne Flanke an den Fünfer und keiner ist da. Aber wenigstens haben wir so ein bisschen das Tempo aus seinen Angriffen genommen. Bisschen das Tempo rausgenommen. Sind nicht mehr ganz so anfällig. Jetzt kommen die Doppelpässe. Jetzt wird's unangenehm. Jetzt wird's unangenehm. Nächste brenzlige Situation. Er nähert sich an, auch das kann man besser verteidigen, keine Frage. Ja, Abschlag auf De Jong. Und weiter Ruhe bewahren. Ja, kriegen wir Ziyech mal da in die Räume. Ja, das ist genau das, was ich eben meinte. Dauert eigentlich viel zu lange, bis der Kollege in die Tiefe da kommt. Da ist so viel Platz, so viel Grün. Auch das ist mit Fernando Santos so viel besser aufgeteilt alles. Ja, Kamara will den Ball. Richten auch. Aber keine Hektik. Ja, Ziyech, da ist er wieder. Na, geht was. Dembele läuft weg. Ja, ja, einigermaßen besetzt die Räume. Sosa, Ziyech, jetzt vielleicht mal in die Doppelpässe kommen. Wieder schlecht. Wieder verdödelt. Oh, gut, gut zurückgearbeitet. Oh, jetzt können wir mal schalten. Das riecht da auch direkt. Das riecht da auch direkt. Da ist... Na! Guter Versuch. Bissig gewesen. Schade, da war ein bisschen mehr drin. Oh, nee, 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 nee. Zugriff. Ja, Sosa pennt. Warum ist der auf einmal ganz alleine da außen? Guck mal, läuft weg und dann läuft er alleine. Also, gut. Lucas Ocampos. Ja, das verstehe ich jetzt ehrlicherweise nicht. Da waren wir eigentlich gut drin, haben einigermaßen zugelaufen alles. Und auf einmal ist er alleine. Ja. Schöne, harte Vernachlässigung der Defensivarbeit. Ich glaube vom Capitano, von José Ernesto Sosa. Und jetzt sind wir von der Box aber sowas von weit weg. Bei 0-1, klar. Und langsam, ja, der Gedanke wächst weiter. Fernando Santos oder nichts. Ja, jetzt machen wir nochmal Spökskiss. So, hier, langer Ball durchs Mittelfeld, um zu überbrücken. De Jong, Martial geht ab. Ja, den lässt er laufen. Das kann teuer werden. Nämlich jetzt kommt der hier. Dann kommt nochmal so ein Hackenball. Da kommt der Marcus. Schade. Da war mehr drin.
70. Minute. Wer kann nicht mehr? Wer hat nochmal? Okay. Ja, nehmen wir mal Berge raus. Da kann der Cazzolo. Why not? Kriegt dann sein, ich glaube, Stream-Debüt. Der Paraguayer, glaube ich. Peruaner. Aber es ist echt pervers, was ich heute für Gegner bekomme. Also ich glaube, das hatte ich so im 3-Sterne-Bereich noch nie. Schwächster mit 850 oder was das war. Und das war auch der Arbeitssieg, der vielleicht nicht zwingend verdiente. Oh, stumpf da zu grätschen. Musst du nicht. Einfach Ende laufen, Thema erledigt. Unnötige Gelbe. Unnötige Auflösung der Situation. Rossi, langer Abwurf. Martial wollte wohin auch immer laufen. Nein. Ja, guck mal. Keine gute Idee. Ja, keine gute Idee. Jetzt vielleicht ein guter Laufweg. Oh, schade. Rutscht da gut durch. Na, kriegen wir da jetzt mal? Nee. Kriegen wir keinen Druck auf den Verteidiger. Natürlich haben wir kein Glück, obwohl wir das genauso antizipieren. Natürlich haben wir keine da im Mittelfeld. Wieder tolle Raumaufteilung. Fernando Santos sitzt zu Hause auf dem Sofa und lacht. An meiner Taktiktafel sieht das viel besser aus. Ja, hast du vollkommen recht, Digga. Bist nicht umsonst Europameister. Und Paulo Sousa ist gar nichts. Wieder Lücke. Was ist das für ein Ball? Was ist das für ein Ball von Sousa? Haben wir nochmal Glück gehabt. Kriegen die Szene nochmal am Leben gehalten. Ziyech. Dembele. Ja, ist blind. Klar, ist blind. Das ist das Spielsystem. Dembele. Komm, komm, komm. Och. Alles schön eng beisammen. Trotzdem kriegen wir die blöden Doppelpässe nicht hin. Ja, Sprint ist nach Hause. Komm, Sprint ist nach Hause. Kamera hat Pech. Genau richtig antizipiert. So, alle müde. Das ist wieder super. Zwei Wechsel haben wir noch. Ja, die üblichen Wechsel. Immer der gleiche. Jardel, hat der kein Stamina? Was ist das für ein Kasper? Wo ist der? Jardel hat was? 75. Ja. Ne. Ist alles sehr, sehr unbefriedigend mit Paulo Sousa. Sieht auf dem Blatt Papier so witzig aus. Manchmal gibt es so Situationen, wo man sich denkt, ah, das ist der Gag. Da, so spielt es mit ihm. Aber das ist viel zu selten. Und der Trade-off ist einfach viel zu anfällig. Vor allen Dingen über die Flügel. So, gucken wir mal, ob ein Anlaufen nochmal zustande kommt. So zum Beispiel. Ja, da kommt mal ein bisschen Tiki-Taka. Da geht doch mal ein bisschen was. Und dann ist am Ende der letzte Pass zu grützig. Am Ende ist der letzte Pass zu grützig. Noboa, komm, versuch nochmal. Lasst uns nochmal anlaufen. Ziyech. Guter Laufweg. Na, nee. Oh, will das zu schön machen? Nein. Gut gemacht. Nochmal entgegengegangen. Ach, komm. Ja, einmal nicht aufgepasst. Aber ob 0-0 oder 1-0 ist für die jetzige Phase auch vollkommen irrelevant. Keine Box. So oder so. Ein kümmerlicher Torschuss. Nee, tut mir leid. Das taugt mir nix. So, ich möchte fast sagen, Freunde, letztes Spiel mit Fernando Paulo Sousa heißt er. Letztes Spiel für immer mit Paulo Sousa. Selbst als Offensiv-Last-Minute-Trainer, als Co-Trainer eigentlich. Wofür? Bringt mir gar nichts. Ich fühle mich mit dem Trainer nicht wohl. Ich komme teilweise nicht mal zu Chancen. Das ist halt das Bittere. Ne? Es ist der Abfeier-Offensivtrainer und ich tue mich so schwer, da ranzukommen an den 16er. Spieler mit dem Rücken zum Tor. Alles krüppelig, alles grützig.
Naja, gucken wir mal, was uns das Spiel hier in letzter Instanz nochmal vorwirft. Komm, nochmal tausender Ratingpunkte zum Abschluss. Nochmal Spaß haben. Hauptsache, wir haben zum dritten Mal Mbappé gezogen. Auch wieder so unsinnig. Zwei Balken, nein. So verzweifelt sind wir noch nicht. Aber ja klar, die Diskussion ist natürlich auch gerechtfertigt. Vielleicht für einen anderen Spielertypen, für einen besseren Spieler ist das genau der richtige Ansatz. Ist Paulo Sousa auch genau der richtige? Kann alles sein. Aber rein vom, also mittlerweile ganz klar vom Gefühl her Fernando Santos. Mein Mann. Für Stabilität. Dann kannst du vorne das magische Dreieck aufziehen mit hängender Spitze, Mittelstürmer und Zehner. Hat alles Spaß gemacht, hat alles geklappt. Hin und wieder marschieren die beiden Achter Box to Box. Mit nach vorne. Warum habe ich das eingetauscht? Warum habe ich das eingetauscht? Ich weiß es nicht. Aber ja, lasst mich noch mein letztes Mal Werbeblock machen. Danke für den Support hier auf Twitch. Schön, dass ihr so zahlreich auch immer noch dabei seid. Abo da lassen, wenn es gefällt. Sei es hier auf Twitch oder auf YouTube in der Playlist. Da verpasst ihr keinen Upload. Jeder Twitch-Stream ungeschnitten, ungekürzt. Auch auf YouTube in der Playlist dann. Wenige Tage später. Ich habe keine Lust mehr zu warten. Zwei Balken werden genommen. Als Belohnung gibt es einen unter 600 Ratingpunkten. Schauen wir mal. Aus Algerien. Ja, das kann ja was werden. Guckt euch diese Bilanz an. Einen Sieg aus 5 Spielen. Und ich hatte mal 10 Siege aus 11 Spielen. Mit Fernando Santos vor wenigen Wochen. Also es ist irgendwie... Es ist vergrützt. Es ist vergrützt. So, zum Abschluss nochmal das dritte Jersey rauskramen. Was sagen die Pfeile? Die Pfeile sagen, Noboa soll spielen. Ja, für Sosa, der wird eh immer müde. Paulinho muss spielen für Martial. Alles andere bleibt. Das bleibt. So, Kapitän ist jetzt der Jardel. Lange Bälle. Noboa. Kurze Bälle. Ziyech, Linksfuß. Sehr gerne. Ersatzfrei, geht auch. Ecken kann alle der Ziyech schießen. Elfmeter Noboa mit nach vorne geht. Kamera ist auch okay. Ja. Ja, auf geht's. Manchester United aus Algerien. Harry Kane, Riyad Mahrez, David James war ein Torwart. Ne? Wer ist das? Darren James. Ist das der von Manchester? Ja, ne? McTominay, McGregor, Abid, Nelson, Semedo, Luke Shaw, Eric Bailly, Anton Rüdiger. Ja. Schauen wir mal. Also rein von den Ratingpunkten her darf man mich Favorit nennen, Pflichtsieg und so weiter. Wäre schön. Zum Abschied. Noch meine Box verdienen. Ja, lieber Stolzer, ich hatte letztens ja die Idee, den Tee Bindewald, den ich ja auch mal ganz kurz als etwas offensiveren Trainer auserkoren hatte, vielleicht holen wir den mal zurück. Der war, glaube ich, 4-2-1-3 oder so in seiner Aufstellung vorne. Das waren dann zwei hängende Spitzen und ein Stürmer. Leider zu weit außen, glaube ich. Ja, ja, klar, das war keine Drei-Stürmer-Lösung mit Mittelstürmern, sondern mit Außenstürmern und dann als hängende Spitze. Trotzdem zu weit außen gammelt, aber das habe ich auch mal ein bisschen versucht. Da hatte ich schon überlegt, gehst du in den Editor und schreibst den T-Bindewald einfach um. Der hatte nicht mal ein Originalgesicht im PES Universe V2 Patch. Änderst den in Friedhelm Funkel und fühlst dich ein bisschen wohler. Oh, na, Abokatz, auch mal wieder da. Ne, ist nicht mehr so erfolgreich, ist nicht mehr das Gleiche. Guck mal hier. Nochmal ein Glücksbringer zum Abschluss. Kleine Kimba, lasst ein Abo da, wenn ihr Katzen mögt. Von mir aus auch nur ein Abo da lassen, wenn ihr die Let's Play Makers 11 mögt. So, letztes Spiel im Stream für heute. Erfolgreich ist anders. Aber dann muss halt ein E-Sport-Vorstand wie ich wieder zu Kreuze kriechen.
bei eben Fernando Santos, wenn es anders nicht geht mit dieser Truppe. Egal, jetzt müssen wir nochmal eine Box verdienen. Vielleicht nochmal mit einem königlichen Abschluss hier. Den Stream beenden. Ziyech, Berge, Dembélé, ist das wieder grützig. Es ist so grützig. Immer dieses krampfhafte Doppelpässe erzwingen wollen mit dem Rücken zum Tor. Es hilft gar nichts. Gut antizipiert aber jetzt hier. Und Rashford, nein, der sollte auf Rashford. Rashford kommt trotzdem an den Ball. Nee. Es ist haxig irgendwie in diese blöden Bewegungen kommen. Ja, lauf das Angebot. De Jong braucht wieder eine halbe Stunde, um den Ball zu verarbeiten. Oh, gut. Oh, gute Bewegung von Mahrez. Ja, Mahrez. Der ist nicht so gut. Der ist nicht so gut. Nein. Oh, blind. Ja, auch das ein bisschen blind. Ja, ja, wird unangenehm im Zweikampf. Glück gehabt, Kamerada. Ja, spielt hier Dauerpressing mit einem Dauersprintpressing. Auch sehr schön. Ja, guck mal, da ist der ganze Raum. Ja, da ist der Raum. Hey, Ziyech hat's gesehen. Super. Doch nicht blind. Oh, 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 oh. Ja, nee, da sollte er nicht hin. Trotzdem, Paulinho. Hat eine A-Form. Wundert sich sicherlich, dass er hier zum ersten Mal erst aufgestellt wird. Sonst eigentlich Stammgast. Jetzt mal die gute Möglichkeit. Dembélé. Sonst eigentlich. Na, wenn das keine Ecke war. Aber beide Mannschaften brauchen ein bisschen zu lange für den Aufbau. Nein, nein. Warum mache ich da auf? Warum antizipiere ich erst richtig und dann falsch? Ja. Selbst schuld, da die Seite aufzumachen. Wir sind sowieso zu offen auf dem Flügel. Und dann mache ich noch das Geschenk auf. Harry Kane muss am Fünfer nur den Fuß reinhalten. 1-0 für die Red Devils. Ja, Paulinho. Jetzt mal ein guter Laufweg von Dembélé. Jetzt mal. Nicht mal Steilpass. Es war nicht mal Steilpass. Egal, schlechter Ball in die Mitte. Gut abgefangen von Berge. Guck mal, wie die Ausholbewegung wieder eine halbe Stunde braucht. Mein Gott, spiel die Bälle schneller. Kann nicht so schwer sein. Ziyech, auch eine absolute Enttäuschung. Aber vielleicht kriegt er nochmal eine Chance unter Santos, unter einem Trainer, der weiß, wie er ihn einsetzt. Gute Kopfballverlängerung. Nochmal rüberlegen. Kriegen wir irgendwie Scheibenglück. Rashford Scheibenglück. Ja. Dreckiges 1-1. Aber wir wollen doch nochmal eine Box haben. Nehmen wir natürlich mit. Nehmen wir mit. Marcus Luckford. Der wird sich jetzt auch denken. Willst du mich verarschen? Was ist das für ein Tor? Und da hat er vollkommen recht. Lackertor. Ne. Komm nicht in den Zweikampf. Komme nicht in den Zweikampf. Ist das Billo, ey. Es ist so Billo. Mein Gott. Langsame Pässe. Keiner kommt in die Zweikämpfe. Harry Kane reibt sich einfach an Jardel ab und Tor. Ja, kommt doch Freude auf. Dembélé, Paulinho. Ja, guter Laufweg. Oh, das könnte was geben. Das könnte immer noch was geben. Hacke. Ja, schade. Hallo, hallo De Jong. Ja, jetzt mal. Boah, da rutscht jemand aus. De Jong, guter Laufweg. Frankie. Der könnte mal was geben. Dembélé. Ja, nett. Nette Szenen haben wir heute genug gehabt. Ja, einfach mal auf den kurzen Pfosten gehen. Kriegen wir den verlängert? Ja, kriegen wir verlängert. Ich krieg den richtigen Spieler nicht. Da war, glaube ich, ein Rashford schön gefährlich positioniert. Mare. Fuß, Fuß, Fuß. Nee, nee, kriegen wir nicht gelöst. David James, Darren James, keine Ahnung. Na. So, Ziyech. Müsste doch sofort die... Guck mal, wie lange der braucht. Mann. Rashford, abgekocht. Kann man nicht krasser sagen, abgekocht. Kann das sein, dass der Full Manual spielt?
Da sind manche Pässe sehen so komisch aus bei ihm. Also irgendwie wirkt das so als Spiel. Obwohl. Ja gut, ich. Nee, ich hab gesucht nach meiner Passstufe. Also dürfte der kein Fulbenio sein. Oh, Paulinho! Riesenmove von Paulinho! Oh, wird er nicht belohnt! Der edle Portugiese! Richtig antizipiert. Ja, immerhin. Oh, da hat der Sousa auf einmal keinen Bock, in die Offensive zu gehen. Alles vor sich. Rashford. Ah, schade. Da hätten wir fast mal einen Double Touch im richtigen Moment erwischt. Und wir gehen mit Rückstand in die Pause. Zwei Tore fehlen. Manuel ist orangener Balken. Wo sehe ich denn den orangenen Balken dann? So, Berge. Oh, komm mal da in die Lücke. Nee, meine Fußspitze ist schwächer als seine Fußspitze. Langer Hafer. Und Ecke verschenkt. Yay. Statt grün. Wo ist denn ein grüner Balken? Muss ich gleich mal gucken. So, und jetzt hier. All or nothing. Ich habe auch keinen Bock mehr hier hinten rumzustehen. Die Außenpositionen sind mir egal. Offensiver. Vielleicht gewinne ich das Spiel jetzt 6-2 und merke, ich habe immer zu defensiv gespielt. Keine Ahnung. Ach so, bei Ausdauer. Er hat da unten bei Rashford jetzt einen grünen Ausdauerbalken und bei Full Manual wäre der orange. Das ist das Rätsels Lösung. Okay. Na, kriegen wir den da oben hingeballert? Nee. Oh. Oh, ist das holprig. Meine Hacke, ist das holprig. So, der Jong. Oh Gott, wieder spielt keiner mit. Junge, Junge, Junge. Ist das ein Gehaxe hier? Guck dir das an, wie keiner zum Ball geht, ey. Es ist so witzlos. Ah, Kamera. Komm, den kriegst du aber noch. Kamera, komm. Kamera, komm nicht in den Zweikampf. Also, ganz ehrlich, der Typ ist machbar. Das ist wieder die Kategorie, wo du so sagst, okay, musst du eigentlich besiegen. Aber es ist halt wieder, ja, kommt einiges zusammen. Dembele wartet auf Paulinho. Paulinho! Schade. Also Chancen sind ja auch da, Lücken sind da und alles. Ne? Machen wir uns nichts vor. Wichtiger Kopfball, Berge. Ja, genau. Genau. Ja, Lücke. Komm, die muss jetzt aber nutzen. Komm, Rashford. Marcus Rashford. Ausgleich. Okay. Lücke genutzt. Kann der Manuel Torwart nehmen, wie er will. Bei Schüsse und Pässen. Das, der Aufladebalken, oder was? Der ist auch grün bei ihm. Okay, also ist er kein Full-Manual-Typ. Ah, ich wollte gerade sagen, es passiert was. Ich wollte gerade sagen, es passiert Kasperle-Theater. Schön die Ecke verschenkt. Oh Mann, Leute, was ist das wieder für ein komischer Stream? Paulo Sousa Deluxe. Ja, schön auf den ersten Pfosten knüppeln. Und Ziyech ist wieder nicht. Ist einfach nur unglücklich. Sagen wir mal so, der ist unglücklich, der Tunesier. Der kann ja auch nichts dafür, dass er in so einer Truppe spielt. In so einem System. Egal, weiter, alles oder nichts. No Boa. Ja. Ja, geht doch. Rashford will den Ball. Und Ball weg. Nee, geht. Zieh ich. Oh Gott, wieder grützig. Ja, gut mit Superkans dagegen gegangen. Ja. Zumachen. Zumachen. Was kommt denn jetzt? Echt jetzt? So ein bisschen hinten gekuschelt, ist sofort faul. Hm, alles klar. Alles klar, Digga. Alles klar, Digga. Ui, big save. Und ich stelle auf ein bisschen offensiv und habe keinen Spieler, der vorne mit kontern will. Das ist auch geil. Alle stehen hinten in der Mauer. Wollen dieses 2:2 auf Teufel komm raus verteidigen. Und das Spiel fühlt sich auf jeden Fall wackelig an. Also, ich glaube, bei ihm jetzt auch, behaupte ich mal. Ja, so hüpfende Pässe und so.
Na, kommt der Doppelpass? Nein, Berge ist da. Und De Jong. Und da ist schon einer müde. Ah ja, Paulinho. Pfeil nach oben. Natürlich ist der müde. Natürlich ist der müde. Dembele, der ist nicht müde. Ja, Fußball spielen. 70. Minute. Alle sind müde. Alle sind müde. De Jong. Kriegt er den rein? Nein, kriegt er nicht. Schade. Aber auch dieses 2-2 hilft keinem. So, wer ist alles müde? Paulinho ist müde. Ja, schade. Martial. De Jong ist müde. Mangani. Es ist so egal. Da kannst du aufstellen, wen du willst. Das System ist Grütze. Ja, servus, Mattes. Ja, freut mich. Freue mich auch jedes Mal, dass wir so viele Zuschauer hier haben bei einem deutschen PES-Stream. Jawohl, schön, dass du reinfindest. Abo dalassen nicht vergessen. Ich hoffe, du bist hier genau richtig in unserer kleinen, aber feinen Community. Kommst leider zum letzten Spiel des heutigen Streams, aber noch ist er nichts vorbei hier. 70. Minute. Jetzt müssten ja auch langsam die Lücken kommen durch eben Ausdauerbalken. Auch bei Manchester. Oh, wackeliger Ball von Rashford. Martial, der müsste ja noch Power haben. Oh Mann! Ja, da haben wir Glück, dass es einen Foul gibt. Aber ein Martial müssen wir jetzt ans Laufen bekommen da. Und jetzt machen wir das Tor. Machen wir einfach das Tor. Ziyech! Ah, nimmt den Torwart. Okay, müssen wir uns merken beim nächsten Mal. Nimmt den Torwart. Ziyech, komm, komm, in den Doppelpass. Ja, komm. Ganz einfacher Fußball, komm. Hakim. Ecke. Ecke. Jawohl, Ecke. Hat den Ball nicht mehr an den Schoner bekommen. Rashford will, Noboa will, nee, haben wir einen kopfballstarken Spieler? Ja, haben wir. Hier haben wir ihn. Dembele. Kriegt das Ding? Ja, nee, kriegt er nicht. Spielt da einer mit? Nee, Eckenschütze spielt nicht mit. Und jetzt der lange Weg nach Rück. Und den haben wir bitte, den haben wir bitte. Mein Gott. Kein Bock auf Spannung hier. Räume werden größer. 78. Und nichts überstürzen. Ziehe ich. Gleich geht bei ihm auch der Kopf nach unten. Dauert wieder eine halbe Stunde. Es dauert wieder zu lange. Guck mal da. Guck mal da. Riesenlücke. Was ist das denn? Verstehe ich nicht. Verstehe nicht. Jardel ist wieder müde. Kann das sein? Deswegen. Ja, auch Menu spielt schnuckelig. Auch bei mir gibt es Lücken. Ja, vielleicht weil Jardel schon wieder kein Stamina hat. Da habe ich den so abgefeiert. Geilste Player Skills alles. Ne, gar nicht. Keine Ahnung. Berge, alle sind eigentlich fit. Egal. Ich will das jetzt gewinnen. Adebayor vorne rein. Keinen Mittelfeldspieler mehr. Mir vollkommen egal. Langer Hafer, Adebayor. Auf geht's. Beide spielen mit offensiver Taktik. Adebayor kommt gar nicht ins Kopfballduell. Komm schon. Kein Abseits. Lass bloß die Fahne unten. Lass bloß die Fahne unten. Rashford. Der macht's alleine. Der Marcus macht's alleine. 600 Ratingpunkte, nicht aufregen, den musst du schlagen. Egal, so eine Box fühlt sich dann am Ende nochmal richtig an. Oh Mann, ey. Da hat das ein bisschen zu schwach verteidigt, falsch antizipiert. Rashford macht's alleine. Ja, gut antizipiert. Ah, der ist einfach eine Belebung. Der Emanuel, einfach geiler Silberstürmer. Vor allen Dingen, wenn er dann nochmal so in der letzten Viertelstunde kommen kann. Ja, Fußball spielen. Komm, Emanuel, lauf das Angebot. Ja! Und Fußball. Ist da alles okay? Wer regt sich denn hier schon wieder auf? Alles gut. Ja, Fußball. Menu ist müde. Wir grützen auch dieses Spiel am Ende noch nach Hause. Plus 3. Noboa hat Zeit. Ja, Fußball spielen. Emanuel kommt gut entgegen. Nimmt den Ecuadorianer. Entschuldigung, nochmal mit. Nochmal ein Double Touch. Schauen wir nochmal. Nee. Oh, nicht abkochen lassen. Oh, Christian. Ja, ist okay. 92. Alles nach hinten. Letztes Kopfballduell zum Abfeiern. Komm, pfeif ab! 3er-Pack vom dreckigen Cheater-Stürmer Marcus Rashford. Und gewinnt das englische Nationalmannschaftsduell gegen Harry Kane. Zum Sieg. Jawohl. Wir grützen es nach Hause, Freunde. Was ein anstrengender Stream. Und jetzt gibt's noch eine Box zum Abschied. Versöhnlicher Abschluss. Aber ich glaube, wir sind uns einig. Ne? Wir haben im letzten Stream haben wir uns sehr schwer getan mit Paulo Sosa. Ich habe
auch mit eurer Hilfe ein bisschen getweakt, was versucht. Es fühlt sich einfach auch nicht gut an. Nicht homogen, zu viele Lücken. Vielleicht kann man das alles besser spielen, vielleicht kann man sich besser darauf einstellen, kann die Mannschaft nochmal anders aufstellen, Flügelverteidigung auf die beiden Achter, die dann eigentlich Außenmittelfeld, kann alles sein. Ich sag euch jetzt schon, nächster Stream mit Fernando Santos und ich glaube, dann geht's auch wieder mit Siegesserie und mit Richtung 900, nur Boxen verdienen und so weiter. Lasst uns einfach jetzt das Kapitel Trainersuche beenden. Ja, kann aussehen wie George Clooney, ist mir vollkommen egal. Nein. Ich kriege einen neuen Vertrag über Ticket. Jawohl, Mathis, ich bin PS4-Spieler, vollkommen richtig. Streamer auch direkt von der PS4. Und ihr entscheidet jetzt bitte zum Abschluss. Wie sieht die Belohnung aus? Holen wir uns die englische Box? Holen wir uns einen 25k-Agenten oder holen wir uns irgendwas für 100 MyClub-Coins? Featured Player aus Tottenham, Manchester City, Fans Choice und so weiter. Ihr seid dran, Freunde, auf geht's, erste Abstimmung. Auf geht's, Leute. Gut, ich glaube, oh, wobei, Box, Englisch Fan, naja, nee, Englisch Fan Choice ist was Eigenes, okay. Das heißt, klare Ansage, ihr seid schon coole Socken, ihr wollt den Top-Agent, weil ihr wisst, der könnte uns eher helfen als der andere Dreck. Sehr gut. So, dann jetzt letzte Ansage, welcher Mannschaftsteil, womit gönnen wir uns zum Schluss des Streams? Nochmal letzte Bitte, Abos da lassen, wenn es gefällt, Freunde, der nächste Stream kommt bestimmt. Also, welcher Mannschaftsteil? 1-0 Sturm, 1-1, 2-1 Sturm, 3-1 Sturm, 4-1, 4-2. Alle wollen Ibrahimovic, Erling Haaland oder den vierten Mbappé, keine Ahnung. 5-2 Sturm, komm Leute, da geht noch was. Go, go, go. Sturm, Mittelfeld, Abwehr. Und wieder Sturm, was ist denn da los? Wo sind die ganzen Mittelfelder? Ich sag Mittelfeld. 6-2-1. Alles noch drin fürs Mittelfeld. Ich zähle doppelt. 6-2-2. Jawohl, der Bukowski ist wieder wach. Geil. 6-3-2. Oh, 6-4-2. Kommt das Mittelfeld nochmal. 6-5-2. Was ist denn hier los? Und 3. Und 2. Und 1. Sturm gekauft. Okay, Freunde. Sturm gekauft. So, jetzt noch mal ein letztes Mal Daumen drücken. Kracher ist auch so ein Spalter wie der Sonic. Wir holen keine Torhüter mehr. Wir sind sehr zufrieden. Wir sind sehr zufrieden. Wohin geht's denn? Was ist das? Niederlande. Schon mal kein Schwarzer bei. Yay. Dreimal Silber. Von Feyenoord kommt. Oh, Nikolai Jürgensen. Den habe ich letztes Jahr mit Scout-Kombo geholt, weil der vorne alles spielen kann. 1,90, der ist richtig geil. Ich glaube, der ist Originalgesicht. Ich glaube, der ist richtig gut. Auch so mit Player-Skills. Letztes Jahr mit Scout-Kombo. Und es gibt Loren Moron, den habe ich jetzt zweimal, weil der auch gut ist. Vielleicht will ich den gar nicht eintauschen. Und es gibt den Europameister-Monster-Torschützen. Das ist der doch, ne? Das ist der Mann, der Cristiano Ronaldo zum Europameister gemacht hat. Der Eder. Ist der Eder, oder? Okay, wir gucken uns Nikolai Jürgensen an. Ex-Leverkusen, damals noch als Teenie. Jetzt mittlerweile 28, ausgewachsener Mann. Jawohl. Nee. First time. Ja, so gerade so. Nicht übertrieben geil, aber gut. Darf bleiben. Trackback, haben wir drüber geredet. Aber Fighting Spirit, müssen wir gucken. Bleibt auf jeden Fall, kann alles spielen. Loren Moron. Target Man. Kann so ein bisschen was. Nicht gerade so, nicht zu klein. Da war was. First time Shot, Heel Trick, Acrobatic Finish, Chip Control und so. Ist ein guter. Darf bleiben. Würde aber wahrscheinlich für den Erling Platz machen müssen. Und zum Abschluss Eder. Ist da auch so ein Brechertyp, oder? Ja. Acrobatic Finish, One-Touch-Pass. Ah, gerade so. Ist der schnell oder irgendwas, was wir feiern? Finishing geht. Ja, bleiben alle. So. Meister Eder. So sieht's aus. Zum Abschluss nochmal also 3 silberne, 3, die bleiben durften. Danke für den Support, Freunde. Immer wieder ein Fest für mich. Über 2 Stunden gestreamt. Wundervoll.
Und von daher, jawohl, Abos da lassen, wenn noch nicht geschehen. Seid beim nächsten Mal dabei. Dann greifen wir wieder an. Mit Fernando Santos, mit Siegesserie und allem. Das war's für den Moment. Habt noch einen schönen Abend und ja, bis zum nächsten Stream. Habt Spaß mit PES. Tschüss, ciao.